Seid gegrüßt. Ich rede heute mit Imp und dem Äqualisten über Obdachlosigkeit beziehungsweise Wohnungslosigkeit, Wohnungsmangel, über diesen ganzen großen Themenbereich. Erstmal, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch. Gibt es einen Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit? Maxaline, kannst, glaube ich, gleich mal anfangen. Ja, also ne, Wohnungslosigkeit ist halt, wenn du keine eigene Wohnung hast, zum Beispiel wenn du zurück zu deinen Eltern gehst, dann nehmen die dich zum Beispiel bei dir auf, aber du hast halt nicht die eigene Wohnung. Das ist eigentlich in den meisten Fällen so. Das hat meine Schwester auch gemacht. Und ansonsten, wenn du bei Freunden unterkommst oder wenn du in einer Unterkunft für, was weiß ich, bist zum Beispiel ein Frauenhaus oder so. Dann giltst du halt auch als wohnungslos. Ein Frauenhaus ist das halt nicht deine eigene Wohnung. Aber du bist nicht obdachlos. Das bedeutet, du lebst nicht auf der Straße direkt. Ich war ich ja obdachlos. Und das bedeutet halt, dass du direkt auf der Straße bist und da auch schläfst. Die meiste Zeit. Es gibt zwar auch Unterkünfte, da kannst du manchmal schlafen, aber den Rest bist du eigentlich auf der Straße. Du hast nichts und das ist dann ein Unterschied. Übrigens, ich habe mir nochmal die Zahlen angeguckt. Es gibt ungefähr 50.000 Männer und Frauen in Deutschland, die obdachlos, also wirklich obdachlos sind. Und non-binäre wahrscheinlich. Das war nicht in der Statistik drin. Weiß man überhaupt, ob man diese Zahlen so objektiv, ob man denen glauben kann, ob man das genau ermitteln kann? Wo kommen die her? Also die Frage, ich wollte halt eine Quelle angucken, aber das war bei Statista und da muss ich dafür bezahlen. Deswegen habe ich keine Quelle. Ich glaube halt einfach, du, wenn das gerade, besonders wenn das so, ja, Leute sind, die ja, vielleicht gerade nicht gemeldet sind oder sowas, dann weißt du ja nicht, sind die obdachlos oder wohnungslos, da müsstest du ja irgendwie rumgehen und die Leute direkt ansprechen. Und gerade wenn Leute vielleicht keinen Pass haben oder sowas, dann weiß man das ja vielleicht gar nicht 100 pro genau, wie viele das jetzt in welcher Stadt sind und insgesamt. Ja, du kannst ja wahrscheinlich, ich denke mal, du guckst irgendwie beim Einwohnermeldeamt, haben die sich bei einer Wohnung abgemeldet und dann bei keiner neuen wieder angemeldet oder sowas? Oder vielleicht geht ein Genau. Streetworker rum und fragt die oder man guckt, ob die zu irgendeiner Hilfeeinrichtung kommen, aber ich weiß nicht, ob man das 100% genau sagen kann, diese Also Zahl. bei mir war es auch so, dass ich halt eine postalische Adresse machen musste. Das musst du halt machen, wenn du erreicht werden willst. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Kriterium. Da kann man dann auch schreiben, also bei der postalischen Adresse war das damals so, warum man die braucht und ob man halt, also da muss man auch die Gründe angeben. Und ob man noch eine andere Adresse hat oder so, es kann ja sein, dass man irgendwie bei jemandem unterkommt, aber man kann halt da nicht die Adresse angeben als Zustellung. Und vielleicht kann man das so ein bisschen ermitteln und ja, genau, wenn man dann keine neue Wohnung hat oder so oder bei den Eltern wohnt, ich denke mal schon, ja. Weil mir gehört ja die Wohnung nicht oder das Haus, wenn die Eltern da drin wohnen. Das gehört ja denen, das gehört ja nicht mir. Ja, kannst du aber trotzdem als Meldeadresse angeben. Ja, auf Aber jeden dann bist du Fall. offiziell in der Statistik ja wahrscheinlich gar nicht wohnungslos gewesen, weil man diese Adresse hat und sagt, gut, die ist da gemeldet, dann wohnt die da auch, oder? Aber wenn du einmal halt weggehst und dann wieder dahin gehst, boah, ich habe absolut keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass man auf jeden Fall Obdachlose gut ermitteln kann über eine postalische Adresse, wenn du da halt dann den Grund siehst, zum Beispiel. Ja. Ja, aber ich meine halt, wenn welche gemeldet sind irgendwo, dann geht man ja vielleicht davon aus, dass sie da wohnen, obwohl sie eigentlich nur an den Briefkasten dürfen. Auf jeden Fall. Aber ich kannte auch, als ich obdachlos war, ein paar Leute, die halt nicht obdachlos waren, aber in der gleichen Szene irgendwie waren. Die haben halt auch mit uns rumgehangen, sag ich mal. Und die haben viele Leute bei sich schlafen lassen. Die hatten dann eine kleine Wohnung und dann waren da halt richtig viele Möglichkeiten zu schlafen. Da war da mal immer wieder jemand und so. Und ich denke auch nicht, dass das dann geht mit Postzustellung und so. Da musst du halt wirklich eine postalische Adresse haben und dann schläfst du halt da, ne? Ich habe kürzlich erst eine Doku gesehen, da ging es um Bayern, aber ich gehe mal davon aus, dass das in vielen Orten in Deutschland ähnlich ist, dass jetzt gerade über die letzten Jahre das nochmal deutlich mehr geworden ist durch Inflation, durch Pandemie, wo Leute ihre Jobs verloren haben oder vielleicht in eine psychische Krise gestürzt sind. Und ich glaube, es ging nur um München und da haben die gesagt, die Zahlen hätten sich fast verdoppelt über die letzten paar Jahre. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Stadt das genau wie viel ist, aber kann man sich ja eigentlich herleiten, dass gerade wenn es zu schwierige Zeiten gibt, dass es dann ein paar mehr Leute sind, die durchs Raster fallen Also und erstens das, zweitens natürlich auch
Wo, also wer sind die Leute? Und wenn du halt mehr Zuwanderung hast und die Leute zum, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum Flüchtlinge obdachlos werden. Unter anderem natürlich auch, wenn du dann einfach nicht arbeiten darfst. Es gibt da gewisse Auflagen und ich habe schon öfters auch mitbekommen, dass du hier dann einfach nicht arbeiten darfst, ne? Ja, Und ich sehe auch immer, dass irgendwelche Rechten sagen, wir können leider keinen Flüchtlingen helfen, weil wir haben ja genug eigene arme Leute. Aber wenn diese eigenen armen Leute dann mal vorbeikommen und sagen, hallo, Herr Rechtsradikaler, ich hätte gerne was zu essen, dann sagen die ja auch, ja, nee, fick dich, geh arbeiten. Und dann, also die werden immer so als Scheinargument genommen, wie, weil es deutsche Obdachlose gibt, können wir nicht helfen. Aber also sieht man ja eigentlich, dass das nicht wirklich im Interesse der Leute ist, denen zu helfen, die dienen dann nur so als Ausrede. wobei ich sagen muss, viele haben schon Essen gekauft den Leuten, also als ich auch obdachlos war, manche gegen Geld und so. Aber es gibt halt auch so diese, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber das sind so Frauen und die sitzen dann überall rum und dann sammeln die das später um 8 Uhr abends ein und werden alle mit einem Transporter abgeholt oder so. Und das ist dann halt nicht für Obdachlose, das ist so ein Clan, sowas gibt's überall. Und dann fühlt man sich halt auch veräppelt, irgendwie, wenn man da Geld hingibt. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die das für Drogen nutzen. Und ja, das macht nicht jeder. Ich habe das nicht gemacht, ich habe keine Drogen genommen, als ich obdachlos war. Aber das ist halt auch, was sollst du machen, ne? Du hast kein schönes Leben und dann hast du ein bisschen über und probierst das aus und so und dann zack, bist du schon da drin. Und aber viele haben Essen auf jeden Fall gegeben. Als es auch richtig heiß draußen war, haben uns Leute auch Trinken gegeben und so, also Wasserflaschen. Wann war das? Das, Wie alt warst du da ungefähr? ich war 18. Ich glaube halt, dass da noch mal ein bisschen ein Unterschied ist, ob du ein 18-jähriges Mädchen bist oder ob du der klischeehafte ältere Herr mit dem zerzausten Bart bist, wie bereit die Leute sind, einem was zu geben oder sich mit einem irgendwie zu beschäftigen. Aber ja, wie lange war das? War ein halbes Jahr. Okay. Bis danach. Und wie bist du da quasi wieder rausgekommen? Also ich habe, gab, also ich war in Dortmund und ich habe halt die ganze Zeit war ich eigentlich in der Bibliothek so. Das ist direkt beim Hauptbahnhof. Und da hatte ich halt, da gab es unten so ein großer öffentlicher Toilette, also da war, das war sehr sauber, das war zweimal am Tag sauber gemacht. Da gab es halt große Waschbecken, da konnte ich mir die Haare waschen. Da gab es halt auch, ne, gereinigte Toiletten und so. Und dann gab es oben halt WLAN und da konntest du auch dein Handy einfach laden. Und ich habe dann da versucht, mich immer so sauber zu halten. Ich habe meine Wäsche, die ich hatte, immer im Waschsalon gewaschen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass du gepflegt aussiehst. Warum ich das erzähle, ist, dass ich so, glaube ich, auch eine Wohnung bekommen habe. Ich habe dann auf Immobilienscout24.de immer wieder Wohnungen gesucht. Und ich habe halt mich bei Hartz IV erst angemeldet, so, also, dass ich halt Hartz IV bekomme. Weil du kriegst halt nichts. Keine Arbeit, wenn du keine Wohnung hast. Und keine Wohnung, wenn du keine Arbeit hast. Und dann habe ich ein bisschen Geld bekommen. Dann war da ein Mann, der wollte mir helfen, der hatte eine Wohnung vermietet, aber die waren halt zu langsam, sag ich mal so, beim Amt. Ich habe das eingereicht und dann haben die halt richtig lang gebraucht. Dann ist der abgesprungen, hat jemand anderen genommen. Das war ganz schlimm. Das war im Juni, glaube ich. Dann hätte meine Obdachlosigkeit ein bisschen kürzer, wäre ein bisschen kürzer gewesen. Aber dann war da eine nette ältere Frau, die hat mich dann genommen. Und sie musste sich entscheiden zwischen einem Studenten und mir und mich fand sie irgendwie netter. Und sie fand mich vielleicht auch deswegen netter, weil ich halt nicht wie jemand typisch Obdachloses aussah, sondern weil ich halt wirklich sehr darauf geachtet habe, dass ich sauber bin, dass ich gepflegt aussehe und so. Und das Schwerste war, glaube ich, auch, als ich dann also im Juli war das. Und dann habe ich die Wohnung aber erst im September gehabt, ab dem 1. September und die Zeit irgendwie noch zu überstehen. Aber am 1. September hatte ich die Wohnung und da war ich da drin. Und da habe ich eine Matratze reingeschmissen und habe nur auf diese Matratze geschlafen und sonst nichts gehabt. Und das war's, ja. So habe ich es irgendwie geschafft. Dann wollte ich erst arbeiten. Als Soldat wurde ich aber abgelehnt, weil ich
absolut blöd war, als ich 18 war und die ganze Zeit gesagt habe, so, ja, aber ich würde nicht umziehen, wenn ich bei der Bundeswehr wäre. Ich würde nicht irgendwo hinziehen. Ich würde schon hier bleiben. Warum soll ich irgendwo hinziehen? Das war sehr dumm von mir. Und dann habe ich einfach mein Abi nachgemacht. Und dann bin ich wieder weggezogen. Also dann habe ich noch ehrenamtlich gearbeitet und in den Computerladen, aber dann bin ich weggezogen. Und das war's. Ja. Ende. Aber das ist ja jetzt, das hing ja auch anscheinend mit einer Menge Glück zusammen. Also ja, auf jeden Fall. Also dass man irgendwie den Leuten an die Hand geben kann, dass man sagt, falls ihr in die Situation kommt, macht das einfach nach, weil das funktioniert ja auch oft nicht. Man muss sich ja irgendwas. Also viele Vermieter wollten mich nicht nehmen, weil ich Hartz IV am Anfang hatte. Ich habe das halt gemacht, damit ich Geld hatte. Und dann habe ich halt BAföG bekommen, als ich halt meine Schule zu Ende gemacht habe. Aber es gibt immer einige Leute, die halt dann darüber hinwegsehen. Die Sache ist halt, du hast bei, wenn du Hartz IV bekommst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder das Geld für die Wohnung, also die Miete, wird direkt an den Vermieter überwiesen oder es wird dir ausgezahlt und du musst es selber überweisen. Ich weiß nicht, warum es die beiden Optionen gibt, aber ich habe direkt gemacht, so ja, kein Stress, das Amt kann das direkt überweisen. Und dann habe ich einfach so argumentiert, so ja, ich weiß auch gar nicht, warum Leute, die Hartz IV bekommen, nicht in Wohnungen gelassen werden. Also als ich dann ne, bei der Wohnung, in der ich dann gewohnt habe, da hingekommen, weil das wird ja immer direkt pünktlich überwiesen und so. Ich habe das auch extra so bei mir gemacht. Und ich glaube, dann hat die mich einfach auch, glaube ich, unter anderem deswegen genommen. Und ich finde, das sollte eigentlich bei allen so gemacht werden, damit das Geld gar nicht erst für was anderes verwendet wird und damit halt auch, sag ich mal, für Leute, die jetzt, okay, Bürgergeld heißt es jetzt, das bekommen, dass das nicht so einen schlechten Ruf hat. Weil wenn du direkt das Geld bekommst, überwiesen bekommst vom Amt direkt, dann kann die Person das ja nicht mal wegnehmen. Das bedeutet, du kriegst sowieso deine Miete. Aber nimmt dir ja schon ein bisschen Mündigkeit weg, wenn man sagt, wir zahlen. Also ich verstehe, wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen die kriegen diese Leistung oder die kriegen gar nichts, dann sollen sie natürlich lieber die kriegen. Aber es ist ja schon auch wichtig, dass Leute mit Geld umgehen und man das nicht über deren Köpfe macht. Zum Beispiel diese Bezahlkarte war ja jetzt auch so eine Debatte, hat sich Agitator sicher ein bisschen mit befasst. Es wurde ja von, glaube ich, der CDU war das, diese Bezahlkarte für Asylanten angeboten. Und die Befürchtung war ja, dass das dann noch mehr Gruppen treffen wird und dass jetzt die Gruppe quasi, weil sie unbeliebt ist, so als Testperson herhalten muss. Und da kann das dann halt passieren, dass du quasi, du kriegst eine Art Bankkarte, wo man dir Geld drauf überweist und man kann halt alles genau überwachen, wofür die Leute ihr Geld ausgeben, weil man sagt, wir wollen ja nicht, dass sie das für Drogen ausgeben oder irgendwie an wen anders überweisen oder sowas. Es kann halt aber dann sein, dass du an manchen Bereichen einfach nicht bezahlen kannst damit. Und dann hast du diese Bezahlkarte, gehst vielleicht zum Friseur und der sagt dir, die akzeptieren wir nicht. Und dann hast du halt ein Problem, dann kannst du nichts machen. Ja, absolut. Aber das Geld direkt an den Vermieter bei Hartz IV zu überweisen, ist ja was anderes als diese Bezahlkarte. Ja, also, klar, denn es ist halt nur wieder so ein über den Kopf von der Leute hinweg. Finde ja, ich nicht, weil du musst noch andere Sachen zahlen. Du musst die Nebenkosten selber zahlen, du musst auch die Heizkosten, Stromkosten selber zahlen. So, das musst du auch dann überweisen halt an die Werke da und so. Also das wird nicht komplett weggenommen. Und ehrlich gesagt, ich finde es nicht so schlimm, wenn das übernommen wird, als wenn du dann wieder obdachlos wirst, weil du das mit dem Geld nicht auf die Reihe kriegst. Und das ist halt etwas, was man auch lernen muss, denke ich mal. Und das kannst du nicht lernen, wenn du einfach alles sofort selbst überlassen bekommst. Also der Staat könnte auch ein bisschen mehr in sozialen Wohnungsbau investieren und dann haben die einfach die Wohnung, wie es zum Beispiel mit Wohngenossenschaften in Österreich passiert, dass man nicht sagt, der Staat bezahlt das, aber der Wohnungsbesitzer ist immer noch ein privater Anbieter, der die Preise erhöhen kann und der halt im Grunde eine Firma ist, sondern dass der Staat einfach sagt, wir machen auch mehrere Wohnungen, die wir zur Verfügung stellen, die müssen ja nicht besonders toll sein. Also das muss ja jetzt nicht sein, dass du denen direkt 100 Quadratmeter und einen schönen Garten oder so gibst, sondern dass du den Leuten erstmal einfach ein Zimmer gibst, wo ein Bett und ein Waschbecken drin sind. Erstmal, dass ja, auf jeden Fall. Ich bringe das immer wieder mal an. Das ist in Schweden oder Norwegen, eins von beiden Ländern. Gibt es halt solche Häuser, die extra errichtet wurden. Die sind auch nicht schön, aber da gibt es halt, jeder kann eine eigene Wohnung haben und da gibt es halt auch ne, eine Matratze oder ein Bett. Und halt auch ein Bad. Und da steht halt auch so Shampoo und so. Und dann kannst du hast warm Wasser, du hast eine Heizung. Unten gibt es eine Essensausgabe. Da kannst du dir jeden Tag halt Essen holen. Und viele Leute, also
ich glaube, 95% oder so finden halt wieder ins Arbeitsleben zurück und schaffen es da halt raus. Und dann guckst du halt hier nach Deutschland und dann sitzen halt alle da einfach auf der Straße als Symbolbild der Angst, damit halt auch, also wenn du das siehst, damit du auf keinen Fall selber obdachlos wirst und die denkst, boah, das ist schlimm, da möchte ich auf keinen Fall landen. Du musst das ja immer wieder vor Augen haben, damit du ne, auf jeden Fall nicht in dieser Lage landen möchtest. Das gab es vor gut 20 Jahren in einem Stand-up von George Carlin schon und ich glaube, Fabian Lehr hat da kürzlich auch was zu gemacht, dass obdachlose Systeme relevant sind, dass man damit die Arbeiter erschrecken kann, dass sie sich bloß nicht trauen, sich zu viel zu erlauben. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Weil es passieren könnte, dass sie jederzeit dahingesetzt werden können. Ja, absolut. Ja, Maxalina hat es ja gerade gesagt. Norwegen und Schweden hast du gerade als Beispiel angeführt. Eins von beiden Ländern, ich weiß aber nicht. Ich weiß, dass Finnland das Housing-First-Modell hat. Genau, das, und da konnte die Obdachlosigkeit in den letzten 15 Jahren mehr als halbiert werden. Also das zeigt ja, dass solche Konzepte da was bringen würden. Und die wären volkswirtschaftlich sogar günstiger. Also ein Obdachloser, der nicht am Arbeitsmarkt teilnimmt, der trägt eben volkswirtschaftlich nichts bei. Und wenn du die Leute wieder in den Arbeitsmarkt integriert bekommst, dann wäre das gesamtwirtschaftlich gesehen sogar ein Plus, was du am Ende machen würdest. Das heißt, wenn du ganz kühl und rational da dran gehen würdest und das Wohl der gesamten Volkswirtschaft im Blick hättest, dann wären solche Konzepte sogar vorteilhaft. Also jetzt nicht nur aus Sicht der Obdachlosen, sondern aus Sicht der ganzen Gesellschaft. Aber ihr beide hattet es gerade schon gesagt, wenn man halt dieses Schreckensbild vor Augen hat, dann kann man so den normalen Leuten Angst machen und das Lohnniveau drücken. Und ich glaube, das ist gerade in Deutschland bei der deutschen Politik ein großes Ziel, was sie schon seit Jahrzehnten verfolgt. Also soweit ich das auch aus dem Freundeskreis mitbekommen habe, ist es in Deutschland generell auch oft so ein Ding, dass man viele bürokratische Hürden hat und viele Behörden erst aktiv werden, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und wenn es wirklich zu spät ist, dass man nicht präventiv den Leuten hilft, sondern sagt, wenn es aber wirklich so schlimm ist, dass du sonst vielleicht stirbst oder so, dann wird man aktiv. Aber ich kenne es von mehreren Fällen, dass Leute zum Beispiel beim Jugendamt oder bei irgendeinem anderen Amt um Hilfe gebeten haben und die haben die ganze Zeit nicht geholfen, bis es dann wirklich zu spät war. Und dann ist es am Ende oft sogar teurer, weil du halt Leute retten musst, die dann schon viel, viel tiefer in ihrem Loch drin stecken. Genauso bei, es gibt ja Videos auch von ehemaligen Drogenabhängigen. Es gab diesen Slick, der hat Schore Stein Papier gemacht, falls ihr das kennt. Das war ein Videoformat darüber, dass er selber früher heroinabhängig war. Und der hat erzählt, dass er aus Gründen der Beschaffungskriminalität ordentlich Schaden angerichtet hat, weil man anscheinend sich einfach nicht drum kümmert. Und sagt, er nimmt halt dieses Zeug. Sick heißt der, nicht Slick. Okay, dieser Sick, der hat jedenfalls, der ist immer weiter in seine Drogensucht gerutscht. Es gab anscheinend keine richtigen Hilfeeinrichtungen und um sich dann das Heroin kaufen zu können, brauchst du eine Menge Geld. Das ist halt ziemlich teuer, besonders wenn du viel konsumierst. Und dann ist er halt klauen gegangen und hat dadurch dann auch irgendwie Schaufensterscheiben zerstört, Autos aufgeknackt und so. Also wenn man Leute so krass in der Armut drin lässt und denen nicht raushilft, dann kommen einige auch auf solche Ideen und richten am Ende viel mehr Schaden an, als wenn man ihnen einfach was geben würde. Oder wenn du Leute in Gefängnisse steckst, das ist ja auch wahnsinnig teuer eigentlich. Und diese Kosten könnte man ja auch verhindern, indem man die Leute vielleicht rettet, bevor sie kriminell werden. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber ich denke halt, dass das wirklich so ist, dass es einfach als Abschreckung dient. Ich meine, es gibt ja Arbeitgeber, die sind total gut drauf und die behandeln dich auch nicht wie den letzten Müll. Aber es gibt natürlich auch genau andersrum. Ja, dass du extrem schlecht behandelt wirst. Und das muss nicht sein, weil du irgendwie gerade erst da angefangen hast oder nur eine kleine Position hast, selbst wenn du weiter oben bist, dass du halt extrem unter Druck gesetzt wirst, von deinen Kollegen fertig gemacht wirst. Das gibt's ja auch so. Mobbing auf der Arbeit gibt's ja so extrem schlimm, vor allem in großen Firmen und so. Und dann, wenn du dann halt Obdachlose siehst, dass du halt dann nochmal mehr Angst hast. Also bei meinem Vater war das zum Beispiel so, der hat halt in einer Leuchtenfirma gearbeitet, ne? Als Ingenieur und er hat da, war die ganze Zeit Stress und die ganze Zeit wurde da gegenseitig fertig gemacht und er hat so halt Albträume und hat Angst, dass er am nächsten Tag nicht mehr aufwacht und so, aber er hat trotzdem weitergearbeitet, um bloß nicht obdachlos zu werden und bloß nicht halt in diese Spirale reinzukommen, dass man dann einfach kein Geld mehr hat und dass man dann irgendwie so richtig abhängig ist. Lieber hat er das gemacht. Und das sagt ja eigentlich schon vieles aus, dass du lieber sowas über dich ergehen lässt. Da
dass es dir so schlecht geht, anstatt dass du halt dir zum Beispiel Hilfe vom Staat holst oder so, weil, ja, was soll man machen, ne? Wir können ja auch immer in die Glaskugel nach Amerika schauen, wie das aussieht, wenn es richtig dolle eskaliert. Da gibt es ja etliche Beiträge, wie es noch viel, viel, viel schlimmer ist. Ja, die arbeiten und die verdienen gar nicht mal schlecht und leben trotzdem auf der Straße in Zelten. Ja, weil du halt keine Wohnung für den Preis findest. Genau. Also die verdienen nicht mal schlecht für unsere Verhältnisse, wo du denkst, wenn du in Deutschland so viel bekämst, wäre das vielleicht ganz nett, aber da sind halt die Wohnungspreise in bestimmten Regionen so unbezahlbar geworden, dass du, selbst wenn du gut verdienst, da eigentlich nirgendwo wohnen kannst. Stimmt, du hast mal ein Video über Disney gemacht und im Disneyland, ich weiß nicht, Los Angeles oder so, da, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Angestellten, aber schon ein krass hoher Anteil, der war da obdachlos. Also ich glaube, ein Drittel oder so, ne? Das war auf jeden Fall viel. Da müsste man das Video nochmal gucken. Ziemlich absurd für so eine reiche Region. Also, ja. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ein Drittel hat irgendwie gesagt, dass sie stark in Armut sind und irgendwie 11% waren obdachlos sogar. Aber es war auf jeden Fall viel. Ja, die leben dann häufig in ihren Autos. Und in den USA hat ja jeder ein Auto fast. Also, ja, also ich habe kürzlich erst wieder ein Video gesehen von Boy, das sind zwei Australier, die haben aber auch über Amerika geredet und da gab es von Turning Point USA, so, das kennst du vielleicht, ist so ein Neocon-Magazin, die sind in irgendein Camp gegangen, um zu zeigen, wie schlimm das da ist und wie diese Obdachlosen, wie die das Stadtbild verschandeln und wie schlimm das ist, wenn man da spazieren geht und die wohnen da einfach und ja, das war schon erschreckend zu sehen und da hast du auch gesehen, wie ekelhaft die Leute zu denen waren, einfach zu, also diese Reporter, wie die sind da durchgelaufen, als ob sie da durch eine Zombie-Apokalypse gehen und haben die Leute halt auch so behandelt und das war schon sehr unangenehm. Ja, es ist auch, du siehst dann einfach auch wirklich den Charakter von Menschen, wie die halt mit Leuten umgehen, die absolut halt sich nicht wehren können und unten, sag ich mal, in der Gesellschaftsschicht sind, ob das Obdachlose sind. Oder halt McDonald's-Arbeiter oder so. Aber auch zum Beispiel bei Tieren oder so. Also du siehst wirklich, wie Menschen drauf sind, wie die halt mit solchen Leuten umgehen oder mit Tieren. Und das ist erschreckend. Also ich kann das auch nicht verstehen. Es gab halt bei uns auch welche. Also bei mir ist das nicht passiert. Aber einen, mit dem ich obdachlos war, der ist einen Monat früher obdachlos geworden als ich. Und auch mit 18. Und der hat es nicht geschafft, eine Wohnung zu kriegen. Und kurze Zeit später, nachdem ich meine Wohnung hatte, der hat halt irgendwo übernachtet, ich glaube auch in der Nähe von der Bibliothek, weil das da halt nicht nass wurde, da war eine Überdachung. Und da hat, glaube ich, allein geschlafen und dann haben einfach Leute, als er geschlafen hat, ihm so nachts ins Gesicht reingetreten und er hat halt richtig viele Zähne verloren. Das hat dann auch keinen gejuckt, so, also ich habe das Gefühl, manche schieben so richtig Hass auf Leute, die einfach gar nichts dafür können. Vor allem, wenn du mit 18 obdachlos bist. Mhm. Was sollst du da genau machen? Du musst deine Schule abbrechen, also ich musste meine Schule abbrechen. Du hast keine Möglichkeit, irgendwie was direkt in der Arbeit zu finden, außer du hast mega, mega Glück. Ja, also wenn du dich bei einem Arbeitgeber bewirbst und der fragt, wo du denn wohnst, wo er die Post hinschicken kann und du sagst, habe ich gerade nicht, dann kannst du eigentlich auch direkt wieder gehen. Ja, genau. Und dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als das erstmal zu machen. Also das, was ich erlebt habe, dass ich eine Wohnung bekommen habe, das ist meiner Meinung nach die absolute Ausnahme. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, als ich obdachlos war, die sind das letzte Mal, als ich die gesehen habe, immer noch obdachlos. Ich wollte hier nur kurz einblenden, das waren die Videos, auf die ich referenziert habe. Kann ich nur empfehlen, sich die anzugucken. Das war jetzt hier das Neueste vor 3 Wochen. Ist auf Englisch mit lustigem australischen Dialekt, aber wenn man das versteht, dann ist es auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich kann es euch auch mal in den Chat posten. Da gibt es auch 2 Videos drüber. Das eine oder andere ist schon ein bisschen älter, aber es ist jedenfalls beides sehr sehenswert. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich war eh fertig. Also das ist einfach, da, es ist, ich kann mir das nicht erklären, wie man halt so einen Hass drauf haben kann. In Dortmund gab es auch mal einen Obdachlosen, der hatte irgendeine Krankheit. Irgendeine richtig schlimme Schuppenflechte, glaube ich, am Bein. Und der ist halt, weiß ich nicht, irgendwann notbehandelt worden. Das war dann im Winter. Und er hat immer bei der Sparkasse in der Nähe gelegen. Und das war dann ultra kalt und die haben den dann ins Krankenhaus gebracht. Aber er ist dann freiwillig wieder so gegangen, als es ihm dann wieder besser ging. Er ist dann einfach gegangen, weil er halt auch keinen Menschen irgendwie so Kost machen wollte.
Und hat das einfach akzeptiert und hat sich dann wieder dahin gelegt und ist, glaube ich, auch gestorben oder so. Und du denkst dir halt wirklich, Alter, also was für ein Zustand ist das denn, dass er lieber das wählt? Das war ein älterer Herr, ich kannte den selber. Der hat zwar woanders gelegen, als wir gelegen haben, aber man kennt sich halt untereinander. Der war, glaube ich, keine Ahnung, der war, weiß ich nicht, Mitte 50 oder so. Und das ist einfach schlimm, als ich das in der Zeitung gelesen habe. Ich dachte mir einfach, was kann nicht sein, ne? Das fand ich sehr schade. Na, vor allem, wenn du die Person selber noch kennst. Wie ist denn bei dir dazu gekommen eigentlich? Also, dass man da vielleicht ein bisschen mal Zugang hat, weil viele Leute, die sehen ja nur das Endstadium. Die sehen jemanden dort liegen, vielleicht schon in schlechtem Zustand. Das sieht man ja öfter mal in der Stadt, dass Leute vielleicht in so einem Hauseingang sind mit einem Einkaufswagen und man sieht schon, die liegen da schon länger. Wie kommt es denn dazu, dass das überhaupt erst passiert? Also es gibt verschiedene Gründe. Bei mir war das so, was ich erzählen kann, ist halt, dass ich mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter nicht so gut gekommen bin. Jetzt ist das natürlich besser. Also ich finde sie super, aber damals war das anders vor ein paar Jahren. Und da war halt, ich habe halt vorher im Heim gelebt und dann hatte ich ein paar Kisten und wollte zu meinen Eltern, weil wenn du halt keine geistige oder körperliche Einschränkung hast, eine Krankheit oder so, wo dann gesagt wird, okay, du kannst noch ein paar Jahre hierbleiben, musst halt mit 18 raus aus dem Heim. Und so war das bei mir auch. Und es war aber halt, ich war 17, das war ein Tag, bevor ich 18 wurde, weil ab Mitternacht giltst du halt als 18 und dann will das Heim keine Haftung mehr für dich übernehmen, also muss ich da raus. Dann habe ich erstmal die Kisten. Die haben gebracht. Dich quasi zu deinem Geburtstag rausgeschmissen? Einen Tag davor, ja. Und dann war ich halt bei meinen Eltern. Dann habe ich mich irgendwie mit meiner Mutter richtig doll gestritten. Dann hat sie mich halt rausgeschmissen und die Tür abgeschlossen. Und dann saß ich da halt. Und ich wusste schon, also ich habe schon geahnt, dass das passieren wird. Und habe halt mit jemandem telefoniert, den ich kannte, der in Dortmund gewohnt hat. Und der hat dann einen Lastwagen geschickt. So einen Transporter, irgendwie so privat. Und dann habe ich halt von meinem ersparten Geld, was ich halt bis dahin gespart habe, es war nicht viel, es waren ein paar hundert Euro, die Hälfte davon bezahlt. Und dann war ich irgendwann um 2 Uhr nachts oder so da. Also 3 Uhr, weil ich war erst ab Mitternacht, galt ich halt als 18 vor, durfte ich das nicht machen. Da ist sogar die Polizei vorbeigefahren und habe halt noch den Ausweis gecheckt, dass ich wirklich 18 war. Und dann hat er mich ein paar Wochen halt da gehabt, aber er war sehr paranoid und dachte die ganze Zeit, dass ich ihn ausspioniere. Ich durfte halt auch die ganze Zeit, musste ich halt um 8 raus morgens und durfte halt um 20 Uhr wieder rein. Er hat auch studiert, das ist aber okay, da war ich halt den ganzen Tag dann auch in der Bibliothek. Aber nach so 2 Wochen meinte er dann halt so, nee, er vertraut mir nicht. Und ich habe halt nie rumgesucht oder so. Doch einmal habe ich das gemacht, weil er mir das die ganze Zeit unterstellt hat. Dann habe ich rausgefunden, dass er gar nicht so heißt, wie er vorgibt zu heißen und dass die Interpol ihn sucht und dann war ich weg. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Das war's dann halt. Ne? Also es gibt verschiedene Gründe. Entweder die Eltern speisen einen raus oder man geht halt selber, weil es zu Hause richtig schlimm ist. Ja, oder später gibt es ja auch so Sachen wie, Leute haben irgendwie eine Trennung oder sowas, haben vorher zusammen gewohnt und einer muss das Haus verlassen oder die kündigen gemeinsam die Wohnung und einer findet nichts Neues. Und gerade wenn man in einer psychisch schwierigen Situation ist, dass man vielleicht Beziehung oder gleichzeitig auch noch die Arbeit verloren hat, das kommt ja regelmäßig dann bei den Leuten auch so eins zum anderen. Dann kann es ja auch sein, dass du dann nicht die Kraft hast, weiter irgendwie Sachen zu suchen und dich um Dinge zu kümmern. Und dann wird der Berg an Aufgaben ja auch immer höher. Also ja, ich kenne viele solche Geschichten, dass es halt einfach so Schicksalsschläge sind, weil wir hatten das ja schon in unserem letzten Talk gehört, dass viele Leute denken, die Leute suchen sich das ja aus. Nee. Aber der erste Auslöser ist dann ja meistens doch, dass denen irgendetwas Schlimmes passiert ist. Das kann genau, es gibt ganz seltene Fälle, wo du halt wirklich, wenn du sehr jung bist, das lieber wählst, als zum Beispiel im Heim zu sein oder bei deinen Eltern zu sein, wenn die ja, Zustände da sind. Ja, als wahrscheinlich, aber später ist es, naja. Ja, und auch, das ist ja auch jetzt, wenn du deine Arbeit verlierst und die Wohnungspreise steigen oder du wirst einfach rausgeschmissen, weil Eigenbedarf angemeldet wird und findest nichts, ja. Was machst du Ja, wir du haben dann? Ja auch dieses Ja, aber dann hast
Dann hast du doch erstmal ein Jahr Anspruch auf Arbeitslosenversicherung 1. Also wenn du Ja, deinen bei Job eigentlich. verlierst. Ja, aber wenn du jetzt eine Wohnung verlierst wegen Eigenbedarf oder so, dann musst du halt raus und musst dir was suchen, ne? ALG Ja. 1 kriegst du auch nur, wenn du eine gewisse Zeit lang gearbeitet hast. 5 Jahre, glaube ich, aber. Und da, danach Hartz IV. Also noch mal zu dir, konntest du nicht, nachdem du 18 warst, gleich Hartz IV beantragen oder hast du da nicht Nein, dran gedacht? ich konnte es nicht. Oh. Ich weiß nicht, ich habe mit einigen schon drüber geredet, die meinten eigentlich ist das gar nicht so, aber bei mir war das so, ich wollte es beantragen direkt. Der Typ, bei dem ich ein paar Wochen war, der meinte auch, das wäre eigentlich das Schlauste, das direkt zu machen. Aber ich musste 2 Monate warten, bis ich das machen durfte. Weil die meinten, ich muss erst 2 Monate halt ohne festen Wohnsitz sein, damit ich das machen darf. Wie dumm ist Und das ja, denn? dann musste ich Also. halt so lange warten, ne? Das war richtig scheiße. Und ich musste irgendwie auch beweisen, dass ich keine Wohnung habe. Wie sollst du das halt beweisen, ne? Also, ich sollte halt Unterlagen haben, die ich gar nicht haben konnte. Und so ein Antrag dauert auch richtig lange. Das hat 6 Wochen gedauert, bis er durch war. Also ich durfte den erst im Mai stellen. Also ich bin im März obdachlos geworden. Und dann dauert das halt nochmal 6 Wochen, bis das durch ist. Und dann bist du da halt da und dann, ich hatte halt ungefähr 400 Euro. Dann habe ich 150 für die Fahrt ausgegeben. Dass ich überhaupt nach Dortmund gekommen bin mit meinen Sachen. Ja, Und du hast dann ja muss ich. anscheinend da sogar noch Glück im Unglück gehabt, dass das immerhin im Sommer war und du jetzt nicht bei minus 10 Grad irgendwo Ja, draußen März, schlafen musstest. ja, Ja, die ersten Wochen ja, waren noch März schon kalt, aber krass, aber das, dann, ja. danach geht es ja eigentlich dann wieder Richtig. besser. Ja, ich Ist, hatte ne, Glück, macht es das natürlich stimmt. nicht schön, aber Glück im Unglück immerhin, es hätte noch schlimmer kommen Ja, und können. Glück war auch, dass ich halt so viel Geld gespart. Ich habe halt immer ein bisschen Taschengeld im Heim gekriegt. Und ich habe das halt gespart, dass ich halt 400 Euro am Ende hätte. Eigentlich ist das gar nicht viel, aber damals kam mir das so viel vor. Ich habe auch nicht viel bekommen. Und da konnte ich dann halt so ein bisschen überleben, sag ich mal so, mit dem Geld. Ja, aber es hat auch nicht so richtig gereicht. Also, den letzten Monat hatte ich dann nichts mehr. Das ist halt so, ne? Ich habe auch Gitarre gespielt am Hauptbahnhof, um mir halt Geld zu verdienen, weil ich nicht einfach rumsitzen wollte und weiß ich nicht, wie ein trauriger Schlosshund aussehen wollte. Dann, das ist kein Front an diejenigen, die das machen. Ich kann das halt nachvollziehen, wenn man völlig am Ende ist und da halt einfach hofft, ein bisschen Geld zu bekommen. Aber ich wollte halt das Bild so ein bisschen ändern, so dass ich nicht komplett nutzlos bin und hat dann immer jede halbe Stunde so gespielt, ja. In Dortmund darfst du nur irgendwie die erste halbe Stunde spielen und die letzte halbe Stunde von der Stunde musst du ruhig sein. Ja, war auch so ein bisschen Ja, und komisch. die schicken dich dann auch weg, ne, wenn du zu lange am gleichen Ja, Platz genau. stehst und sowas. Agitator, hast du denn irgendwie wirtschaftlichen Einblick, wie teuer das jetzt gerade ist, dass Obdachlose da bleiben, wo sie sind und wie viel Geld man bräuchte, um viele von denen ja in eine Wohnung zurückzubringen? Also wenn jetzt, es wird ja wahrscheinlich von vielen Leuten sowas kommen, wie warum soll ich dafür bezahlen oder sowas? Hättest du da Ideen? So eine konkrete Summe kann ich dir jetzt nicht nennen, die habe ich vorher nicht in Erfahrung gebracht, aber ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr mit den Obdachlosenzahlen, die du hast, mit den Wohnungspreisen. Aber was du vorhin gesagt hast, dass der Staat quasi diese Wohnungs-, also dass diese hohen Mieten quasi subventioniert werden vom Staat, das stimmt ja durch Wohngeld und durch Hartz IV. Und dadurch die Wohnungspreise nochmal nach oben getrieben werden. Also den Wohnungsmangel, den wir ohnehin schon haben, das wird quasi nochmal verschärft dadurch, dass der Staat da so viel Geld in den Wohnungsmarkt haut und da bräuchte man definitiv mehr Wohnungsbau. Könnte man nicht erstmal so für den Anfang, wie man es bei Flüchtlingen macht, einfach erstmal so ein paar Container irgendwo hinstellen und dann stellt man vielleicht noch ein paar mehr dahin, aber dass Leute da erstmal reinkommen, weil das Konzept, was in Finnland war, war ja Housing First, damit die Leute nicht alles auf einmal machen müssen. Weil hier ist es ja, die müssen eine Wohnung finden, die müssen eine Arbeit finden, die müssen zu Ämtern gehen und die haben quasi alles gleichzeitig. Und dass man da dann erstmal sagt, hier, du kriegst einen Raum, da kannst du dich erstmal hübsch machen, da hast du vielleicht irgendwie deinen Briefkasten, da kannst du dich sauber machen und dann kannst du die anderen Termine machen, aber du hast, der Schlafplatz ist geklärt, vielleicht gibt es ein bisschen was zu essen, Waschbecken ist da und so weiter, du hast diese Grundbedürfnisse schon mal. Und von da kannst du ja viel leichter starten, als wenn du das auch noch obendrauf irgendwie immer klären musst jeden Tag. Ja, ich dachte auch eigentlich, dass Hartz IV so gedacht wäre, dass da die Miete auf jeden Fall bezahlt wird. Ich fand das gerade krass, als Marcelina erzählt hat, dass sie das gar nicht sofort bekommen hat. Also, obwohl sie ja eigentlich Anspruch darauf gehabt hätte. Also. Ja, keine Ahnung, also ich hatte ja keine Wohnung.
Und dann musste ich halt, die meinten halt, ich sollte 2 Monate ohne festen Wohnsitz sein, damit ich überhaupt ein Anrecht darauf hätte. Und ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich weiß nicht, ob das regelkonform abgelaufen ist, aber ich hatte ja auch keine Möglichkeit, da irgendwie was zu machen. In welcher Position war ich dann bitte, ne? Ich glaube, viele Leute sind auch sehr schlecht darüber informiert, was ihnen eigentlich zusteht. Oder ne? Ja, Man das weiß es stimmt auf einfach jeden nicht. Fall. Das hat auch sehr lange gedauert, bis ich wusste, wo ich hin kann, was so Obdachlosenstellen angeht. Ich bin manchmal halt untergekommen, einmal in einer Turnhalle, wo so Laken durchgespannt waren, und einmal eine Unterkunft für Frauen, aber da war ich halt nicht lange, weil es einfach so furchtbar dort war. Hier sagt gerade jemand auch im Chat übrigens, Hartz IV geht nur mit Wohnadresse, das ist aneinander geknüpft. Ja, Also genau. wenn Und du ich schon eine musste. Wohnung hast und dann deinen Job verlierst, dann kannst du dem Amt sagen, nächsten Monat kann ich nicht mehr bezahlen, helft mal bitte, dann machen die was. Aber wenn du beides nicht hast, dann Genau. anfangen ist halt schwierig. Ja, dann musst du nämlich 2 Monate ohne festen Wohnsitz sein und nicht arbeiten, damit das gilt. Das war bei mir halt so. Ja, warum war es da furchtbar? Was ist da passiert? In den Unterkünften. Was ich übrigens vorher noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, das Problem ist auch, wenn das Amt irgendwelche Unterlagen von dir haben möchte, wenn du obdachlos bist und keine Möglichkeit hast, deine Sachen irgendwo zu lagern, ich konnte das zum Glück, dann was machst du denn? Also der ganze Papierkram, der geht halt kaputt, ne? Also du kannst den irgendwann nicht haben, du kannst es nicht alles vorlegen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das Amt macht das absichtlich so, dass die Bearbeitungszeiten sehr lang sind und sie dann irgendwie auf den letzten Drücker noch irgendeine Unterlage haben wollen, und die hast du dann vielleicht nicht mehr. Die FDP kommt jetzt bestimmt einfach mit Digitalisierung und sagt, die können ja einen USB-Stick mitnehmen, das ist kleiner, Also die das Leute, die obdachlos funktioniert. waren, die meisten hatten gar Ja, kein Handy. ja. So, also, ne, aber auf jeden Fall, Ja, was wie dann auch? Wo war. willst du es denn aufladen? Also, ich meine, geht ja irgendwann leer und dann hast du so einen Klotz dabei, ne? Das bringt ja auch nichts. Also selbst wenn du Ich dir hatte kaufen halt das könntest. Glück, dass ich halt mein Handy hatte, in der Bibliothek immer aufladen konnte. Aber du hast ja gefragt, was da so schlimm war. Also, die erste Unterkunft war halt diese Turnhalle. Die war sehr groß und da waren Wäscheleinen zwischengespannt. Da waren auch viele Flüchtlinge. Und da waren halt bei den Wäscheleinen Laken drüber, damit das halt wie Räume waren. Und dann konntest du die Laken so zur Seite machen und dann konntest du halt in diesen Raum rein. Das war kein richtiger Raum. Und da waren einmal 2 Betten pro Abschnitt, ne? Und das waren halt so viele Flüchtlinge da. Es war immer, war irgendwie was los. Die ganze Zeit war irgendwie auch die Polizei da und so. Und dann war ich da mit einer, die irgendwie aus Lateinamerika kam, die kein Deutsch konnte. Da habe ich auch versucht, die da unterzubringen. Und dann waren wir zusammen halt auf diesem Abschnitt. Und wir hatten dann halt auch einen Spind und dann einen Schlüssel. Da konntest du halt dein Handy und deine Papiere und dein Portemonnaie oder irgendwas reinmachen, was halt wichtig war. Und am besten den Schlüssel irgendwo hin, wo das niemand findet, weil da wurde auch die ganze Zeit geklaut. Dann gab es Ja, da Erwin hatte halt. das auch erzählt, glaube ich. Das war die erste Einrichtung, wo er ankam, als er von Bosnien nach Wien gegangen ist. Der Ja. ist auch in so eine Halle mit Bettlaken gekommen, glaube Das ich. Da ist war der 10 so. oder so. Ja, und Feldbetten waren halt. Und dann hattest du halt noch die Dusche. Und das waren einfach nur Sammelduschen. Und wenn du die Tür aufgemacht hast vom Flur aus, hat man halt alles gesehen. Da war also gar nichts. Das war nichts abgedeckt. Und jeder hätte dich einfach beobachten können. Konnte man da halt also auch nicht. Und ich war da halt eine Nacht oder zwei, glaube ich. Und dann bin ich gegangen, weil da immer was los war. Es war immer laut. Das wurde die ganze Zeit geklaut, es war die ganze Zeit die Polizei da. Und aber das hat halt auch, du hattest halt vorne einen Mann, der dich reingelassen hat, so zur Sicherheitskontrolle, aber trotzdem war die ganze Zeit irgendwas, und ich hatte halt auch Angst, weil je mehr Leute aufeinander sind, desto höher ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert. Ich hatte wirklich Angst, dass irgendwie ich abgestochen werde oder so. Und dann bin ich da halt einfach weggegangen. Und war halt lieber so da auf der Straße. Was ich auch immer wieder betone, sollte euch das passieren, als Frau, guckt immer, dass ihr mit einer anderen Frau zusammen irgendwo schlaft. Weil wenn ihr allein mit Männern seid, das kann immer was passieren, und euch hilft dann keiner. Wenn ihr komplett alleine schlaft, ihr könnt vergewaltigt werden oder so, und es hilft keiner. Wenn halt mindestens eine andere Frau dabei ist, dann trauen sich die meisten das halt nicht. So, und dann ist es ein bisschen sicherer. So viel dazu. Und bei der anderen Unterkunft war es so, das war eine reine Frauenunterkunft. Das war sehr schwer, da reinzukommen. Da gab es halt so eine Pforte und da musstest du dann halt vorsprechen und dann
so ganz viele Sachen ausfüllen. Ich bin auch erst darauf gekommen, als mir das irgendjemand mal einen Flyer davon gegeben hat. Vorher wusste ich gar nicht, dass es existiert. Und dann musstest du halt warten, ob du da halt hinkommen konntest. Und das war halt ein was würde ich sagen, 30 Quadratmeter Raum war halt für 4 Frauen jeweils. Und ich war halt dann in einem so einem Raum. Ich wurde dann irgendwann reingelassen. Und da waren halt unterschiedliche Personen. Es war auch nicht so schön. Du musstest halt auch morgens um 7 oder so oder 8, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 7, weil es halt irgendwann so richtig hell wurde morgens, musstest du raus und dann durftest du halt um 18 Uhr wieder dahin. Hm. Da waren halt verschiedene Frauen. Eine hat halt auch die ganze Zeit geklaut. Da war eine Rumänin, die hatte ein Kind und die ist von der Familie irgendwie geflohen oder so. Die konnte auch nicht richtig Deutsch und die hatte ein Tablet bekommen. Irgendwie von ihrer Familie, um in Kontakt zu bleiben. Das wurde dann geklaut von der anderen und die hat das für Drogen halt ausgegeben. Also die hat das verkauft und dann für Drogen ausgegeben. Dann gab es da halt ein Bad und die hat halt ihren Schritt nicht gewaschen und dann die ganze Zeit das Handtuch durch den Schritt gezogen und so. Das konnte man auch nicht mehr verwenden. Dann war da noch eine Oma, die sich die ganze Zeit halt eingenässt hat. Also die war inkontinent, das hat immer nach Pisse gerochen. Ich war zum Beispiel da, wo das Fenster war und sie war auf der Wandseite. Und wenn das halt gelüftet wurde, ist das immer über mich hinweggezogen, der Geruch. Dann war da noch eine andere, die hat ein Epiliergerät gehabt, die hat sich 5 Uhr morgens epiliert und das Radio angemacht. Und du hast keine Ruhe da bekommen. Mhm. Natürlich, es gibt Schlimmeres und so. Ich will nicht undankbar wirken, aber ich bin da halt dann auch gegangen. Nach ein paar Wochen, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, dass ich keine Ruhe hatte. Also mir fallen jetzt ein paar Sachen vielleicht ein, die schlimmer sein können, aber das ist schon sehr, da will ja keiner sein. Also. Und dann hattest du halt auch, es gab sogar eine Küche oben, die hättest du verwenden können, aber die war immer dreckig. Die Waschmaschine war immer besetzt. Und es hat halt immer gestunken. Also du egal, wo du hingegangen bist, hat immer nach Pisse gestunken oder nach dem Schritt von dieser anderen Frau, die Drogen genommen hat und das nicht gewaschen hat. Und ich hatte das Gefühl, ich werde wahnsinnig da. Da gab es einen Tisch, ich habe ein bisschen gezeichnet. Das war das Einzige, was ich da so ein bisschen machen konnte irgendwie, was okay war. Aber dann wird irgendwie auch mein Ausweis geklaut von dieser alten Oma und der hat es die ganze Zeit abgestritten und dann bin ich halt gegangen. Also ich habe den dann bei ihren Sachen gefunden und dann bin ich halt gegangen, weil es einfach zu viel für mich war. Die hatten halt auch so ein Schließfach, aber das war größer. Die hat den Schlüssel geklaut und da einfach irgendwelche Sachen rausgenommen. Ich hatte auch Essen drin, die das einfach aufgegessen. Und dann bin ich gegangen, ja. War nicht so schön. Was auch nicht so schön war, ist halt, wenn du deine Tage hast als Frau und dann obdachlos bist. Was machst du dann? Da überlegt das halt auch keiner. Du musst halt irgendwie gucken, dass du da so Toilettenpapier reinlegst, aber das geht irgendwie auch nicht. In Deutschland ist es ja generell auch ein bisschen schwieriger mit öffentlichen Toiletten. Ne? Das ist ja auch in manchen anderen Ländern ein bisschen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass so eine Tampons oder Binden missbraucht werden könnten, wenn die auf einer Toilette sind, dass dann einfach mit rumgeschmissen wird. Da gehe ich auf jeden Fall fest von aus. Aber es sollte trotzdem Anlaufstellen geben, wo. Also rumschmeißen, ich weiß nicht, Klopapier gibt es ja auch, das kann man ja auch rumschmeißen. Ja, das wird auch rumgeschmissen, richtig. Aber es sollte auf jeden Fall, finde ich, Anlaufstellen geben für Leute, die das Geld dafür einfach nicht haben. Ob das Obdachlose sind oder wenn du wenig verdienst, dass du da hingehen kannst und dann kriegst du das halt. So, und musst dafür auch nichts bezahlen. Das wäre total wichtig. Weil wenn, das ist halt, wenn du als Frau deine Periode hast und dich nicht richtig sauber halten kannst, dann muft das schnell. Mhm. Und da können sie auch schnell Bakterien bilden. Und was machst du halt so? Ne, du kannst dich nirgendwo wirklich sauber halten. Und du hast auch keine Möglichkeit, da in deinen Schlipper was reinzulegen, damit das nicht eskaliert, sag ich mal so. Das ist absolut schlimm. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Muss ich sagen, das war eins der schlimmsten Sachen an der Obdachlosigkeit, die ich hatte. Ja. Naja. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Jetzt würde ich euch mal wieder ein bisschen den Vortritt lassen. Ja, ich finde nur, ich frage mich halt immer, wie man das alles lösen kann. Weil das, was du erzählst, das klingt natürlich schlimm, das möchte man nicht, da will man nicht sein. Aber nur weil ich selbst nicht da bin, heißt das ja nicht, dass es anderen Leuten nicht so ergeht. Und ja, ich habe da persönlich noch nie Erfahrungen mitgemacht, aber ich kenne halt Leute und denke, eigentlich kann das halt nicht sein, weil auch einige Leute da, glaube ich, ihre Spuren mitnehmen. Wenn die auch nur mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr da sind, das vergisst du ja nicht mehr. Und wir haben als Gesamtgesellschaft dann einfach wahnsinnig viele Leute, die das lange mit sich rumtragen oder die da
Ja, also ich glaube halt, es verursacht viel mehr Schaden, als es vielen Leuten so bewusst ist. Viele Leute denken sich das so wie, das ist irgendwie, der Obdachlose ist einfach da, den findet man auch irgendwie unangenehm, der ist vielleicht ein bisschen eklig oder so, aber ja, also man nimmt das einfach so wahr, wie wir sind hier die eine Gruppe Leute, denen passiert sowas nicht, und dann gibt es die andere Gruppe Leute, die sich das ausgesucht haben oder die sind halt einfach irgendwie Versager und da kann man leider nichts machen. Und die Leute realisieren, glaube ich, gar nicht, wie schnell das mal tauschen könnte, dass einer von uns da sitzt oder Ja. ne, dass da auch Leute landen, die es vorher gut hatten, ne, dass das jetzt nicht die Rechten werden wahrscheinlich sagen, da sind sehr viele Flüchtlinge dabei, was zum Teil auch stimmt, oder dann sagt man, da sind irgendwelche Drogensüchtigen, da kommt man ja auch nicht darauf, wie das dazu gekommen ist. Das ist ja auch nicht so, dass jemand ein tolles Leben hat und plötzlich probiert er dann einfach mal Drogen und zack, sitzt er Ja, er da. denkt sich so, oh, ich bin lieber obdachlos und drogenabhängig. Ja, also das gibt ja viele Schritte, die dahin führen. Und das kann einem auch passieren, wenn man eigentlich ein toller, fleißiger Arbeiter ist oder so, so wie das viele Leute gerne hätten. Dann kann das trotzdem passieren, dass du irgendwann da landest, wenn du Pech hast. Ja, aber das, was Marceline da gerade erzählt hat, das erklärt, warum es so viele Obdachlose gibt. Also ich meine, wie gesagt, es gibt ja eigentlich ein staatliches Netz, was verhindern soll, dass Menschen obdachlos werden. Aber also es muss Das ist definitiv, Fassade. ja, das ist Ja, wie gut es katastrophal. funktioniert, wie Aber viel das gewollt ist, weiß man alles nicht. dass dir da 2 Monate gesagt wird, du sollst mal bitte 2 Monate obdachlos sein und dann kannst du erst diese ganzen Anträge hier ausfüllen. Also das finde ich schon. Also eigentlich skandalös. Ich finde es auch. Genau, was jemand auch schreibt, bevor du was sagst, Tim. Es gibt auch Unterkünfte, die verlangen halt einfach Geld von dir. Und dann musst du halt wirklich irgendwie am Hauptbahnhof rumlungern und Leute nach Geld bitten, damit du da irgendwo schlafen kannst. Das ist absolut bekloppt. Ich finde es auch krass, wie man, ich weiß nicht, ob ihr Hostile Architecture kennt, da habe ich mal Ja, eine ja. Folge mit Erwin drüber gemacht. Also für die Leute, die es nicht kennen, wenn ihr bei Banken seht, dass da plötzlich so ganz viele Armlehnen dran sind, teilweise sind Stacheln auf Sachen drauf oder irgendwelche Lüftungsschächte, wo im Winter warme Luft rauskommt, da werden halt ja irgendwelche Stacheln dran gemacht oder unter Brücken werden irgendwelche großen Steine hingeworfen, dass man, also dieser Gedankengang, dass man sieht, da liegen immer Leute auf der Parkbank oder am Lüftungsschacht. Was könnte man denn machen, dass die da nicht mehr liegen? Und dann denkt man erstmal an eine bauliche Maßnahme, dass man denen das da so unbequem macht, dass da keiner liegen kann, statt kleine Räume zu bauen, wo die sich reinlegen können. Weil ich glaube, wenn du jemandem sagst, du kriegst hier so ein kleines Zimmer mit Bett und Waschbecken, dann werden die Leute lieber dort schlafen, als dass die sich auf eine Parkbank legen. Und dass man dann einfach nur sagt, wir machen Stacheln auf die Parkbank, das zeigt eigentlich ja, die Denke von diesen Leuten, dass man denen nicht mal gönnt, sich irgendwo hinzulegen, sondern dass man sagt, wir machen so auf so eine martialische Art, da irgendwie bewaffnen wir quasi diese Bank, dass da bloß keiner mehr liegen kann. Ja, auf jeden Fall. Also das gab es bei uns auch. Da gab es so Bänke. Und dann sind da, das hat jemand auch geschrieben, Stacheln. Sind da einfach so Stacheln Ich kann mal ein paar Bilder einblenden nebenbei, also da, ja. gemacht worden. Und es sind so Bänke gemacht worden, wo die Armlehnen extrem nah beieinander sind, damit Ja, man da nicht drauf liegen sowas kann. hier, ne? Also Ja, das. genau. Oder man hat auch hier so Dinge, die wie so ein Kunstobjekt aussehen. Ich weiß gerade nicht, ob du meinen Stream siehst. Ja. So Bänke, die so komisch verwinkelt sind. Oder du hast ja diese schrägen Bänke an U-Bahnen, da kannst du dich anlehnen, aber wenn du dich drauflegst, dann wirst du runterrollen. Oder hast du hier diese bei Treppenstufen oder sowas, hast du halt einfach irgendwelche Schrauben, die da rausgucken, dass man da halt nicht liegen kann. Ne, oder weiß nicht, unter Brücken mal wirft man so kleine Findlinge hin. Hier ist auch wieder ein Beispiel, ne? Diese ganzen Armlehnen, kann bloß keiner liegen, oder? Ja. Ja, also man kann ja mal ein bisschen drauf achten, wenn ihr mal draußen ein bisschen spazieren geht, sowas sieht man eigentlich häufiger mal, dass man sich mal fragt, warum das denn so ist. Oder wenn in so einer Ecke einfach irgendwie so ein Geländer ist oder so. Ne? Das hat ja eigentlich keine Funktion, außer dich davon abzuhalten, dich in diese Ecke da hinzustellen oder Ja, zu auf jeden legen. Fall. Also da gibt's zahlreiche Beispiele. Und ja, also es wird ja was unternommen in großer Menge, dass man bloß nicht auf der Bank liegt, statt einfach zu unternehmen, dass man sagt, wir geben dir eine Alternative. Also ist ja generell häufig so, dass man Leuten eher etwas verbieten oder irgendwie unangenehm machen möchte, statt dass man den Leuten einfach eine nette Alternative bietet, die sie dann lieber benutzen.
Also wenn man den Leuten sagt, wir müssen den Leuten irgendwie das Auto verbieten. Du kannst stattdessen auch die Bahn so gut machen, dass man es gar nicht mehr braucht. Und dann ginge das vielleicht auch. Stattdessen sagt man, nee, wir nehmen dir lieber was weg, wir verbieten was. Und das zeigt so ein bisschen, wie diese Leute drauf sind, die sowas bauen, die auch, wie gesagt, kleine Container bauen könnten. Und man macht das wie Finnland, sagt Housing first, ihr kriegt immerhin eine kleine Unterkunft und den Rest kriegt ihr dann schon hin, weil das ist, das muss ja nichts Tolles sein. Die müssen ja jetzt nicht irgendwie eine Altbauvilla kriegen, aber halt einfach irgendwas. Genau. Das ist halt auch so, das würde ich halt auch vorschlagen, dass Steuergelder, die werden halt für alles verbraucht, ne? Also für wirklich bekloppte Sachen, die auch keiner haben will oder so. Und dafür halt nicht. Und ich finde das gut, wenn man da sagt, okay, wir errichten zum Beispiel pro Großstadt irgendwie so ein Gebäude, ne? Da kann man dann hin. So wie das, glaube ich, in Finnland dann auch gemacht wurde. Und ich meine, na, dann schaffst du auch einen Arbeitsplatz für, weiß ich nicht, einen Hausmeister da oder eine Nachtwache und eine Essensausgabe und was weiß ich. Das ist ja auch eine gute Sache. Es gibt so viele Lebensmittel, die weggeschmissen werden. Die könnte man da zum Beispiel, weiß ich nicht, also da könnte man auch was machen. Das ist bei Backwerk ist zum Beispiel so, es gibt ja diese, wie heißt denn das? Too Good To Go. Da kann man das schon günstiger bekommen, aber nachdem der Laden halt geschlossen ist, wird das einfach weggeschmissen. Und ich fände gut, wenn man das zum Beispiel anbietet, dass man das auch einfach kostenlos nehmen kann, vor allem für Bedürftige. Aber die Läden wollen das halt nicht. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Ich habe mal gehört, irgendwie damit das nicht missbraucht wird, also nicht damit rumgeschmissen wird, aber wer macht das? Oder halt auch wegen des Geldes wegen, ne? Ja, aber da wird ja auch im Chat gesagt, Too Good To Go ist ja so eine Handy-App. Und wenn du ein Handy hast, dann hast du halt auch wieder ein Problem daran zu kommen. Genau. Too Good To Go ist halt eher so für Studenten, die weniger Geld haben oder wenn du halt Geringverdiener bist oder so. Aber das meinte ich halt, dass man das noch weiter ausbauen könnte. Und natürlich auch Hygieneprodukte, also Anlaufstellen für Frauen, die auch gut bekannt sind, damit die, während dieser Zeit im Monat, das nicht so schlimm haben müssen. Ehrlich, ich habe halt zum Beispiel, ich kann ja erzählen, selber gelernt, dass ich das, also normalerweise kommt das einfach so, ne, aber ich habe gelernt, das irgendwie so einzuklemmen. Also ich habe so richtig so eingeklemmt gesessen immer und bin dann so eigentlich so jede halbe Stunde so auf die Toilette in der Bibliothek gegangen. Das ging. Aber das hat sehr lange gedauert, bis ich das gelernt habe und ich glaube, das kann auch nicht jeder, weil es gibt irgendwie... Sollte auch nicht jeder machen müssen. Genau, also es gibt irgendwie im Internet dieses frei menstruieren heißt das. Ja, aber es geht ja nicht nur ums Überleben, wie du irgendwie mit dem Minimalen gerade so noch klarkommst, sondern wir sind ja eigentlich ein reiches Land, was sich das auch leisten kann, dass die Leute ein halbwegs lebenswertes Leben haben und nicht einfach irgendwie gerade so durchkommen. Und viele haben aber auch geschrieben in die Kommentare, dass sie dass es gar nicht geht. So. Und deswegen, also ich habe das zwar geschafft, aber ich bin halt nur das beste Beispiel, was man dafür nehmen könnte, aber die meisten, denen geht's halt eigentlich nicht so. Ich finde, also du hast ja gesagt, was könnte man daran ändern? Für mich sind das so drei Punkte. Einmal das, was die Nahrungsmittel angeht und auch nicht nur bei Bäckereien ist es so, auch bei Supermärkten, dass einfach Sachen, die noch gut sind, teilweise noch nicht mal abgelaufen, weggeschmissen werden. Und dann halt auch so Unterkünfte, dass die bereitgestellt werden und nicht so sind wie, weiß nicht, so eine großen Turnhallen oder so, sondern dass jeder seinen eigenen Raum hat, weil das ist auch wichtig, dass du deine Ruhe hast und dass du ordentlich schlafen kannst, deine eigene Privatsphäre hast. Und halt, was die Hygieneartikel angeht. Das sind so drei Punkte. Es gibt sicher noch mehr, aber das wäre etwas, was ich zum Beispiel direkt ändern würde, dass das mehr unterstützt wird. Ja, ich finde das, also... Ja, es ist ja halt nicht viel, wenn du sagst, Leute brauchen ein bisschen Lebensmittel. Manche werden, wie gesagt, eh weggeworfen. Die Supermärkte behaupten immer, sie könnten das Containern nicht legalisieren oder irgendwas einrichten, weil wenn sie ihre Lebensmittel verschenken, dann würde sie ja keiner mehr kaufen. Ich halte das zum Teil für ein Gerücht, weil ich glaube, die Obdachlosen, die das, oder die armen Leute, die Essen aus dem Container nehmen, die würden sich nicht das gleiche Essen im Laden kaufen, weil es denen einfach zu teuer ist. Das ist, glaube ich, nicht die gleiche Gruppe Leute. Und ich glaube, die sich das leisten können, ob die darauf zurückgreifen würden, dass sie irgendwie zur Tafel gehen oder so, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist Tafel ist auch nicht so geil, ehrlich gesagt.
Also, ja, aber du brauchst halt irgendwas, ne? Den Leuten ein bisschen Essen geben und ein paar Tampons geben und so. Das ist ja eigentlich nicht viel verlangt, wenn man bedenkt, wofür man etliche Milliarden an Sondervermögen ausgeben kann. Dann sieht man ja, das Geld scheint ja schon irgendwie da zu sein. Man hat nur irgendwie Prioritäten gesetzt, dass man sagt, hier, ein Euro für eine Packung Tampons ist nicht drin, aber ein paar Millionen für irgendein Kriegsgerät oder so, das geht. Da ist dann Geld da. Radwege in Peru, Junge. Naja, gut, wir sagen ja sonst immer, das kann ja nicht sein, dass wir hier Klimaschutz machen und auf der anderen Seite der Welt fahren die Leute Auto. Wenn wir den Peruanern Radwege geben, dann fahren die vielleicht mehr Fahrrad und dann ist weniger CO2 in der Luft. ja, gut. Ja, aber ich bin auch lange Container gegangen, auch als ich die Wohnung hatte. Aber während Corona sind halt auch, also da sind auch wieder Kosten gestiegen und so und du warst halt auch mehr zu Hause, ne? Und wirklich, also es gibt so gewisse Läden, die schmeißen unglaublich viel weg. Das ist so, und das ist alles noch gut. Das sind so, ich weiß nicht, es ist einfach so Brot und das ist dann noch haltbar. Oder halt auch Gemüse oder so, das ist noch überhaupt nicht schlecht. Das ist keine braune Stelle oder so. Und das, die ganzen Container sind voll. Hm. Und wenn du, keine Ahnung, das sollte man einfach, ich weiß auch nicht, wie das gesetzlich halt da aussieht. Irgendjemand hat was mit Abgabegesetz geschrieben, dass man das einfach frei zur Verfügung stellt, so ein Container, dass man das aufstellt irgendwie, yo, und da kann sich jeder das nehmen oder so, weil das sind so Massen, wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das meiste, was weggeschmissen wird in Deutschland, sind nicht Privathaushalte, sondern so eine Unternehmen. Man könnte da ja irgendwie Sachen machen, dass man es vielleicht gar nicht erst in den Müllcontainer wirft, sondern alle Sachen, die weggeworfen werden, die werden vielleicht irgendwie einen Tag vorm Wegwerfen, werden die hinten auf den Parkplatz in eine Kiste gelegt und man kann sich nehmen oder irgendwas. Oder es gibt eine Sammelstelle, die das holt und das ist halt, weiß nicht, dann haben die einen Container für Müll, wo wirklich Sachen sind, die nicht mehr gut sind und einen Container für Sachen, die noch gehen und die werden dann in irgendeinen Bereich gefahren, wo man, weiß ich nicht, vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwie, wo nicht jeder rein kann oder sowas, ne, wo jetzt nicht dann die reichen Leute hingehen, wobei ich glaube nicht, dass die das machen würden, also ich glaube nicht, dass irgendwie der Millionär Bock darauf hat, sich bei der Essensausgabe für Obdachlose anzustellen oder sowas, weil dafür ist es viel zu convenient, einfach in den Supermarkt zu gehen und so teuer ist es ja auch nicht, sich das Essen einfach zu kaufen für die meisten Leute, das ist halt nur, es geht ja nur um die Ärmsten der Armen, die es nicht anders könnten. Ich glaube, wir verheddern uns da gerade in Detailfragen. Also, okay. Nee, ich meine nur, also das Bundesverfassungsgericht hat ja beispielsweise beschlossen, also schon vor einiger Zeit beschlossen, dass man den Hartz-IV-Satz nicht unter ein gewisses Niveau senken darf, weil Menschen eben nicht weniger als das notwendige Existenzminimum haben dürfen. Und dass eine Wohnung und genug zu essen jedem zur Verfügung gestellt werden sollte. Das ist selbst ein Ziel, was die ärmsten Länder auf dieser Welt anstreben, wo zahlreiche Abkommen unterschrieben wurden, und dass ein reiches Industrieland das nicht hinbekommt oder nicht, also das hat nichts damit zu tun, dass das ist kein technisches Problem, es fehlt am politischen Willen. Ja, es gibt ja auch Leute mit Geld hier im Land, die wahrscheinlich auch nicht jeden Moment abhauen würden. Ich habe gestern zufälligerweise noch diese Forbes-Liste aufgehabt. Ich hatte auf was reagiert und die da geguckt mit den reichsten Menschen der Welt, mit den Milliardären. Und da sind in der Top 50 schon mehrere Deutsche drin. Also da geht es um weltweit. Ich glaube, Dieter Schwarz ist Platz 37 oder so gewesen. Und Klattens und Quanz und so, da sind viele noch drin. Und ich glaube jetzt nicht, dass wenn du sagen würdest, der kriegt jetzt ein bisschen irgendwie, der muss ein bisschen mehr Abgaben zahlen, dass Dieter Schwarz dann sagt, ich werde jetzt alle Kaufland- und Lidl-Filialen ins Ausland bringen oder so, weil der ja dieses Gerücht der Flucht von reichen Leuten, wenn man denen ein bisschen was abzieht. Und du siehst, du hast super reiche Leute hier. Also ich glaube, von dem Vermögen, was alleine dieser eine Kaufland-Lidl-Besitzer hat, könntest du garantiert alle Obdachlosen in Deutschland irgendwie mit Essen versorgen und in kleine Wohnungen setzen. Aber man möchte das halt nicht. Ne? Ja, und du hast vorhin schon, das war jetzt schon ein bisschen her im Gespräch, aber auch die Sozialwohnungen angesprochen. Das ist nämlich auch ein interessantes Thema, denn die Zahl der Sozialwohnungen, die ist von ungefähr 3 Millionen Anfang der 90er auf mittlerweile nur noch 1 Million gesunken. Das heißt, es gibt 2/3 weniger Sozialwohnungen als vor 30 Jahren. Und das hat die Wohnungsnot, die wir gerade haben, vor allem am billigen Wohnraum enorm verschärft. Ja, auf jeden Fall. Und Wohnungen wurden ja auch jetzt
in den letzten Jahren ultra teuer, beziehungsweise vor allem die, ich glaube, ja doch, Strom und Gas wurde richtig teuer. Wurde teilweise um 400% erhöht oder so bei einigen. Und du kannst den Leuten das ja auch zu jeder Jahreszeit abstellen. Das ist ja auch was, wo, soweit ich weiß, sich politisch nur die Linke für einsetzt, dass man sagt, im Winter geht das zum Beispiel nicht. Das ist, aber aktuell ist das so. Also selbst wenn du, es ging zum Beispiel um alleinerziehende Mütter, die waren auf dem Plakat drauf, das emotionalisiert natürlich ein bisschen, aber es gibt sehr viele alleinerziehende Mütter, die in Armut leben. Und wenn die jetzt ihre Gasrechnung nicht zahlen können und du sagst dann bei Minusgraden einfach, naja, hast nicht bezahlt, dann machen wir dir jetzt die Heizung aus. Das ist eigentlich eine, ja, das ist eigentlich eine Bösartigkeit, die man nicht machen kann, oder? Besonders wenn da halt noch irgendwie kleine Kinder mit im Haushalt sind oder so, dann kannst du halt nicht im Winter einfach sagen, so, die Heizung geht jetzt aus. Und aktuell der Ist-Zustand ist leider so, dass das jetzt gerade noch passiert. Boah, ich gehe mal kurz aufs Klo, ich bin gleich wieder da, okay? Ja, okay. Ja. So, nochmal zu den Wohnungen. Die Zahl an Sozialwohnungen, die ist nicht grundlos so stark gesunken. Die ist so stark gesunken, weil man 1990 das Gesetz über Wohngemeinnützigkeit abgeschafft hat. Das ist ein Gesetz, was schon seit, ja, was schon im preußischen Staat existierte, was also quasi älter ist als Deutschland. Und was dann auch den neoliberalen Reformen der schwarz-gelben Regierung damals zum Opfer gefallen ist. Dieses Gesetz sah Subventionen für den Bau von sozialem Wohnraum vor. Also sozialer Wohnraum, der ist immer eine gewisse Zeit in der Sozialbindung und fällt dann danach da raus und kann dann teurer vermietet werden. Und wenn man so ein Gesetz abschafft, dann sinkt eben über die Zeit, wenn der soziale Wohnraum wegfällt, eben die Anzahl an Sozialwohnungen. Und deswegen, selbst wenn man das jetzt wieder einführen würde, würde es viele, viele, viele Jahrzehnte dauern, bis man wieder auf den Stand von 1990 kommen würde. Also, aber wir haben doch so eine absolut linke Ampelregierung, die könnte das doch wieder einführen, oder nicht? Ja, die hat, was das betrifft, gar nichts vereinbart, aber ja, sie hat wenigstens geplant. Das ist nicht so links, wie sie tun. Garantiert nicht. Aber sie hat wenigstens geplant, den gesamten Wohnungsbau auf 400.000 pro Jahr zu steigern, beziehungsweise ihn auf diesem Niveau zu halten. Warte mal, was passiert ist. Es werden schöne Villen gebaut, die kann sich dann halt keiner leisten. Da kann dann Jens Spahn welche von kaufen, aber so sonst. Schätz mal, wie hoch liegen die Neuanträge auf Wohnungsbau ungefähr jeden Monat? Also es müssten ja jeden Monat mehr als 30.000 Wohnungen gebaut werden, wenn man dieses Ziel von 400.000 im Jahr erreichen will. Schätz mal, bei wie viel liegen? Vielleicht. Nee, schon ein bisschen höher, 20.000. Sie sind um über ein Drittel okay. eingebrochen. Also die sind um Na, über gut. ein Drittel eingebrochen, seitdem die Ampel an die Macht gekommen ist. Also selbst die für den gesamten Wohnungsbau, jetzt nicht mal für den sozialen. Also es deutet sich hier eine weitere Verschärfung der Lage an, vor allem da die Bevölkerungszahl in Deutschland weiter steigt und es entsprechend mehr Wohnungen braucht. Ich meine. Ja, und wenn halt neue Wohnungen gebaut werden, dann passieren ja oft so, ja, werden irgendwie Rand Berlin oder so neue Stadtteile errichtet mit irgendwelchen schönen Neubauwohnungen, wo du dann eine Wohnung für unter 1.000 Euro im Monat wahrscheinlich gar nicht mehr finden wirst. Und das kann sich halt auch nicht jeder leisten. Ne? Man möchte halt sowas. Man möchte irgendwie dann vielleicht, dass da irgendwie die Ärzte und Anwälte einziehen. Da hat man auch ein besseres Bild von denen, dass die sich toll benehmen und dass sie immer pünktlich zahlen können und sowas. Für die baut man halt. Ja, aber die anderen, die, weiß nicht, sitzen dann am Hauptbahnhof oder so. Das kann ja eigentlich keiner wollen, aber es scheint vielen doch irgendwie egal zu sein. Oder man fühlt sich nicht zuständig oder sowas. Ja, also das, wie gesagt, wir hatten es am Anfang schon gesagt, das ist politisch gewollt. Wenn die Politik genug Wohnungen bauen wollte, wenn sie die Menschen versorgen wollte, dann ginge das. Also wir haben es gehört, 50.000 Menschen sind obdachlos, 600.000 wohnungslos. Das sind jetzt keine riesigen Zahlen, die man nicht unterbringen könnte. Also wir haben in den letzten 3 Jahrzehnten, die Zahl kam schon, rund 2 Millionen Sozialwohnungen verloren. Und dass entsprechend die Wohnungslosigkeit in dem Zeitraum enorm angestiegen ist, das ist kein Zufall. Ich habe, glaube ich, auch bei meiner ersten eigenen Wohnung, wo ich gewohnt habe, habe ich so ungefähr 400 Euro im Monat Miete bezahlt. Und das war eine annehmbare Wohnung, 2 Zimmer. Das findest du heute, glaube ich, nicht mehr. Das geht gar nicht. Ich auch. Aber das war 1 Zimmer, 17 Quadratmeter. Ja, siehst du. Da hast du, glaube ich, irgendwie, ich habe, glaube ich, eine 3-mal so große Wohnung gehabt. Ist ein paar Jahre länger her, aber das. Ich habe mich da ein bisschen dran erinnert in den Talk mit dem Mixtalk, mit dem Bürgergeld gegen Mindestlohn. Das ist eigentlich dumm, das gegeneinander auszuspielen. Das könnte auch ein Druckmittel sein. Wenn du jetzt zu einer Wohnungsbesichtigung gehst, dann ist das nicht selten, dass du da 20, 30 andere Bewerber hast.
Und deswegen können die Vermieter dann auch dementsprechend teure Summen verlangen, weil sie wissen, irgendeiner von denen wird die auf jeden Fall haben wollen. Und wir haben ja auch so ein System, dass wenn du eine Wohnung abmeldest, du 3 Monate vorher Bescheid sagen musst. Aber wenn du zu einer Wohnungsbesichtigung gehst, dann ist es in der Regel so zum Folgemonat. Also eigentlich musst du erst deine Wohnung kündigen und dann darauf hoffen, dass du in diesen 3 Monaten auf jeden Fall was findest. Vielleicht hast du noch 1-2 Monate Doppelmiete. Manche Leute haben den Vorteil, dass sie irgendwo noch zeitweise unterkommen können. Oh ja, das ist echt Müll. Bei vielen musst du halt einfach, ne, da musst du im Grunde jeden Tag zu einer Wohnungsbesichtigung und dann hoffen, dass du eine davon abbekommst. Und sonst hast du irgendwie, oder du hast so einen Scheiß wie Maklerkottage. Also im Grunde, was ein Makler macht, der lädt ein paar Fotos von der Wohnung hoch, der führt dich einmal durch und zeigt irgendwie, wo Bad und Küche sind. Und dann sagt er, das kostet jetzt einmal eine Monatsmiete bitte dafür, dass ich hier eine Besichtigung gemacht habe. Und du kommst aber nicht um den drum rum. Also du kannst halt nicht sagen, du nimmst das ohne den. Sondern der sagt einfach, ne, das kostet jetzt nochmal 1.000 Euro extra oder 800 oder was auch immer. Du hast halt so viele Hürden da drin eingebaut. Und wenn du zum Beispiel sagen würdest, die Leute könnten entweder eine Sozialwohnung oder sie nehmen irgendwie eine von den vielen Wohnungen, die angeboten werden, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so ein Struggle, da irgendwie eine zu bekommen. Man sieht ja jetzt an den Besichtigungen, dass es eindeutig ja mehr Leute gibt, die eine Wohnung wollen, als es Wohnungen gibt. Und deswegen ist das ja da immer so rappelvoll und man muss quasi darum kämpfen, wer die abbekommt. Und das sind ja keine tollen Wohnungen. Also die Leute kloppen sich da ja teilweise um Wohnungen, die in wirklich schlechtem Zustand sind. Und das ist ja ein bisschen wie mit den Arbeitsplätzen. Wenn du den Leuten sagst, du findest keine Arbeit, dann wirst du obdachlos, dann prügeln sich die Leute darum, dass sie für Mindestlohn bei McDonald's an der Fritteuse stehen. Und das ist ja sonst kein Beruf, um den man sich reißen würde, sondern das sind Berufe, die man halt nimmt, wenn man denkt, ich will halt nicht gar nichts haben. Dann kämpfen da mehrere Leute darum, irgend so einen Scheiß zu machen, den eigentlich keiner machen will. Ja, es ist ja auch dieses, oh, wir brauchen Fachkräfte, wir haben voll Fachkräftemangel und keiner will irgendwie diesen Job machen. Ist ja Bullshit, das sind einfach nur die Jobs, die eigentlich niemand machen möchte, wo du wirklich wie der letzte Dreck behandelt wirst und den blödesten Scheiß machen musst. Ja, kein Wunder, dass da niemand möchte. Oder auch Firmen, die dafür bekannt sind, ihre Mitarbeiter schlecht zu behandeln, sagen dann so, ja, bei uns möchte das niemand machen. Gut, dass du auch. Sorry. Ja, nee, alles gut. Brich ruhig aus. Ich wollte zum Fachkräftemangel noch oder Arbeitskräftemangel. Ja, das wird dann aber sehr lang, deswegen mach zuerst. Gut, dass du das nochmal ansprichst, denn allein wenn man sich die Zahlen anguckt, die offiziellen Arbeitslosenzahlen werden ja an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Also es sind eigentlich viel mehr Arbeitslose, als offiziell gemeldet sind. Und selbst wenn man diese offiziellen Zahlen nimmt und die mit den offiziell offenen Stellen vergleicht, dann gibt es 3-mal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. Anfang der 70er, als wir wirklich Vollbeschäftigung haben, als jeder sofort einen Job finden konnte, wenn er einen gesucht hat, da hatten wir 10-mal so viele offene Stellen wie Arbeitslose. Also diese Behauptung, dass wir einen Arbeitskräftemangel hätten oder einen Fachkräftemangel, die ist einfach Quatsch, wie du gerade schon gesagt hast. Das lässt sich auch mit den Zahlen, die erhoben werden, nicht belegen. Das ist einfach eine Erzählung, die wird hier in die Welt gesetzt, weil gesagt wird, wir müssen jetzt in aller Welt irgendwie Arbeitskräfte hierher holen oder wir müssen irgendwie noch mehr für die Unternehmen tun, die haben ja diesen Fachkräftemangel. Nein, es sind normalerweise Arbeitsstellen, wo die Arbeitsbedingungen extrem schlecht sind oder wo die Löhne über viele Jahrzehnte hinweg überhaupt nicht gestiegen sind, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist nicht der allgemeine Arbeitsmarkt, wo irgendwie ein Arbeitskräftemangel herrschen würde. Man hat das ja vor Jahren schon immer gesehen, dass so Jobs wie Spargelstecher, dass da immer irgendwelche Polen und Rumänen hergefahren wurden. Und das war ja ein Job, auf den kein Deutscher Lust hatte. Die sind da 1-2 Tage mal hingegangen und dann kamen die nicht mehr. Und deswegen hat man dann gedacht, komm, nehmen wir irgendwelche Rumänen, die machen das dann vielleicht eher noch. Aber wenn man jetzt hier redet von, es kommen Leute her und nehmen dir deinen Job weg, also das sind ja Jobs, wie gesagt, irgendwo auf dem Feld stehen oder bei Tönnies Schlachter oder so. Das sind jetzt nicht unbedingt die Jobs, um die man sich reißen würde, wo wahnsinnig viele Leute Lust drauf haben, sondern es sind dann schlecht bezahlte Jobs, die dazu auch noch unangenehm sind. Und wenn man dann irgendwann sagt, die Leute wollen sich das nicht mehr gefallen lassen, das liegt ja jetzt nicht daran, dass die irgendwie so bösartig sind oder so faul oder sowas. Oder dass es halt keiner kann. Also ich glaube, das mit dem Fachkräftemangel ist zum Teil auch ein Mythos. Du hast wahrscheinlich, du hast auch einige Personen, glaube ich, die du tatsächlich hast, die manche Jobs nicht hinbekommen. Und die zu einfachen Jobs, die sourced man entweder aus ins Ausland oder lässt das irgendeine Maschine machen. Dann hast du diese Leute, irgendwie musst du denen ja trotzdem ein angenehmes Leben bieten. Und wenn du sonst halt irgendwelche Jobs hast, wo du Leute ja schlecht bezahlst, schlechte Bedingungen, die vielleicht noch in der Freizeit belästigst, dass du
sagst, ihr müsst jetzt alle in irgendeine WhatsApp-Gruppe und irgendwelche Sprachnachrichten anhören und der Weg zur Arbeit und so weiter, das wird ja dann auch immer schön gerechnet, dass man den Leuten sagt, du kriegst so und so viel pro Stunde und der Rest ist Freizeit. Du musst in deiner Freizeit ja in der Regel trotzdem eine Menge Sachen machen, die mit der Arbeit zu tun haben. Und wenn du dann sagst, die Leute haben keine Lust darauf, eigentlich ihr Leben so einer Firma zu verschreiben und am Ende können sie sich die Wohnung damit dann trotzdem nicht leisten, dann muss man sich nicht wundern, wenn die sich das irgendwann nicht mehr gefallen lassen. Sache ist auch, ich kannte jemanden, also ich hatte einen Kollegen, der hat halt, als ich den kennengelernt habe, in der Bahnklos sauber gemacht. Das ganz schlimm und das nachts. Und er hatte halt eine gewisse Zeit, in der er das machen musste. Dann ist irgendwas bei dieser Firma aufgeflogen, dass die irgendwas Zwielichtiges gemacht haben. Dann war er den Job los. Dann hat er halt ein paar Monate nichts gemacht, weil er nichts gefunden hat. Dann irgendwann hat er dann kurz im Ausland eine Fortbildung gemacht. Der hat halt irgendwie Mediendesign oder irgendwie sowas hat er als Ausbildung mal fertig gemacht. Und dann ist der zu einem, wie heißt, Unternehmen gekommen und hat da angefangen und irgendwie hatten die 3 Monate Probezeit. Und da hat sich echt Mühe gegeben, also der war immer pünktlich da, der hat immer Sachen gemacht, die er gar nicht hätte machen müssen, der war immer länger da, als er eigentlich musste, er ist auch gekommen, als er eigentlich frei hatte und so. Man hat gemerkt, er hat mit drüber gesprochen, dass die Mitarbeiter versucht haben, da so richtig Stunk zu veranstalten. Also die haben dann den ganzen Tag gefragt, ja, wie findest du eigentlich den Chef? Ich finde den ja so voll schlimm und so. Und er hat dann aber nie sich was anmerken lassen und nie irgendwie was gesagt. So. Er hat immer nur eigentlich gesagt, dass er eigentlich alles in Ordnung findet und so. Und die haben den am allerletzten Tag der Probezeit dann einfach fristlos ohne Begründung gekündigt, weil angeblich würde es nicht passen. Aber vorher konnte man natürlich so tun, als ob das so richtig toll ist da. Und eine Freundin von mir ist genau dasselbe passiert. Die hat in irgendeiner Firma Webdesign oder so gemacht, aber die musste sich dann auf einmal um das Kind von dem Chef kümmern, weil das Kind ist dann immer mitgekommen und sollte dann nur noch irgendwie Kaffee bringen und ist dann auch einfach rausgeschmissen worden, plus, dass er dann einfach das Gehalt für Monate nicht gezahlt hat und sie vor Gericht musste und das einklagen musste, damit er das solche Gehalt Fälle kenne ich auch häufiger aus dem Bekanntenkreis. Und dann denkst du dir halt so, hallo? Also ja, kein Wunder, dass da keiner arbeiten will. Was ist das denn? Somit schummelt man ja auch die Arbeitslosenzahlen. Ne? Die Leute kommen in der Probezeit rein, wo man schon vorher weiß, der wird nicht übernommen. Oder Leute sind in irgendeiner Maßnahme, die eigentlich nichts bringt. Aber man sagt, nee, offiziell ist der nicht arbeitslos. Der steht hier in irgendeiner Werkstatt rum und schleift dann ein Stück Holz rum oder sowas. Ja, man schummelt da sich einfach das so zurecht, ne? Damit man dann nach außen so tun kann, als wäre es gar nicht so schlimm. Hat jemand in den Chat geschrieben, dass er eine Freundin hat oder sie? Master in Design und kriegt nur so wenig. Ja, das Einzige, was du machen kannst, mach als Freelancer. Du musst dich einfach online selber anbieten und Leute müssen dich dann wollen, wenn du dich so online anbietest. Dann aber da musst du ja gegeneinander kämpfen quasi. Dann hast du ja wieder dieses Ding drin, die Nein, Leute müssen ins Haifischbecken und müssen sich beweisen, dass sie der bessere Freelancer sind als die Konkurrenz. Und dann hast du wieder so kleine Unternehmer gezüchtet, die gegeneinander kämpfen müssen und der schlechtere Unternehmer, der guckt halt in die Röhre. Also du kannst dich ja einfach anbieten, du kannst einfach zeigen, so hier, ich habe das und das gemacht und dann wird man halt dafür gebucht. Mein Mann macht das auch, also er macht zum Beispiel so Blender-Animationen und dann manche wollen, also zeigt dann halt, was er alles gemacht hat und dann melden sich irgendwelche Unternehmen für so Einzelaufträge und dann macht er das fertig. Ja, aber guck mal, ich mache ja auch hier YouTube-Videos und vielleicht kriege ich hin und wieder mal eine Mail, wo irgendeine Firma sagt, bewirb mal mein Produkt, dann kriegst du da ein paar hundert Euro für, aber das kann halt nicht jeder einfach nachmachen. Es gibt genug Leute, die versuchen das und die schaffen es halt nicht. Das stimmt, aber wenn man Master da drin hat und so wenig verdient, ist es halt wenigstens eine Option, dass du dich dafür aufstellst. Es kostet ja nichts, wenn du da dich irgendwie bei Freelancer dann anmeldest und dann zeigst du, yo, ich habe das und das gemacht und so. Vielleicht kann das klappen, ja, wenn man Glück hat. Auf jeden Fall. Also es gibt so viele Leute, die immer wieder was brauchen, auch Einzelaufträge. Und das gibt halt auch zusätzlich Kohle und das ist eine gute Sache eigentlich, finde ich jedenfalls. Aber was du da gesagt hast mit dem einfach so kündigen, das ist mir selbst tatsächlich auch schon mal passiert. Als ich den Studiengang, den ich studiert habe, gewechselt habe, da hatte ich ein paar Monate Zeit und dachte, ich arbeite irgendwo.
habe ich bei so einem Autozulieferer angefangen und nach 4 Tagen, ohne dass mir wer was gesagt hätte, ohne irgendeine Meldung vorher, bin ich plötzlich so Post gekommen, ein Einschreiben vom Arbeitgeber. Ich habe mich gewundert, was ist das? Fristlose Kündigung. Also ohne dass auf der Arbeit vorher irgendwer mit mir gesprochen hätte. Ja, Also das da ist fand ich tatsächlich irgendwie normal. unsympathisch oder so und dann bist du wieder raus, ne? Oder man hat Ja. vielleicht damit gerechnet, dass man die Da Leute eigentlich einfach nicht so dann groß mit durchschiebt. Leuten interagiert, sondern die ganze Zeit da gestanden und also es war ja erst 4 Tage. Ich wurde nur angelernt, da irgendwo was abzukratzen oder irgendwas ineinander zu stanzen. Keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht waren auch wieder genug von den Vollzeitbeschäftigten da und ich meine, ich hatte da ja nur bei so einer Leiharbeitsfirma so einen Vertrag und da bist du ja so super flexibel, dass du, wie gesagt, für 4 Tage eingestellt werden kannst und dann wieder entlassen werden kannst, wenn sie feststellen, oh, brauchen doch nicht so viele. Ja, Aber aber die ja. Sache ist auch bei so einem. War das so Ja. Zeitarbeit, dass du dann noch irgendwie über so einen anderen Anbieter da hingeschickt wurdest oder so? Ja. Sowas hat ein Freund von mir mal gemacht, damals, als ich noch in der Schule war. Der hat als Nebenjob hat er in einem Supermarkt gearbeitet, aber nicht beim Supermarkt selber, sondern es war irgendwie eine Zeitarbeitsfirma dazwischen geschaltet. Dann hat er so eine Weste von denen auch bekommen und er hat, glaube ich, 7 € die Stunde bekommen oder so. Das war lächerlich wenig, weil du bei Zeitarbeit noch irgendwelche Tricks hast, wie man um den Mindestlohn drumherum kommt und sowas. Und es war völliger Abfuck. Also das war eigentlich mega daneben. Weiß nicht, wie das irgendwie durchgeht und das Mindestlohn habe irgendwie ich durchkommt. bekommen, aber eben nur für 4 Tage. Ja, okay. Es ist aber auch so, dass es gibt, es ist eigentlich bei allen Firmen so, du hast da halt ein Klima, ein Arbeitsklima und Mitarbeiterklima und wenn du da nicht reinpasst, die sagen dir das nicht, aber die behandeln dich dann einfach scheiße und entweder die kündigen dich sofort oder die versuchen dich so wegzuekeln, damit du dann selber gehst. Das ist so einer der Sachen, die ich auch wirklich persönlich, ich finde einfach nur Abscheu dagegenüber, dass eigentlich so viele Leute, der Großteil sich so verhält, das ist das Allerletzte. Und da kannst du auch gar nichts machen. Also die Anzahl von Leuten, wo ich das jetzt mitbekommen habe, dass die einfach so gekündigt wurden, denen nicht mal gesagt wurde, warum, und die einfach richtig kacke behandelt wurden, obwohl die nichts gemacht haben, ich verstehe das nicht. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe 2 Monate in einer Kopothek gearbeitet, dann musste ich auch einfach gehen. Es war. Ich weiß nicht, ich wurde halt auch nur scheiße behandelt und ich habe mir aber nichts anmerken lassen. Und dann, ja, sollte ich halt einfach gehen und wurde auch, ich meine, vorher wurde dann irgendwie gedroht, weil ich irgendwie einen Fehler gemacht habe, einen einzigen, was übrigens menschlich ist, was passieren kann, dass ich dann einfach gehen soll, so, wo ich mir auch dachte, so, hallo. Und dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann irgendwann mal, haben die dann absichtlich direkt vor meiner Nase über mich gesprochen und so getan, als ob ich nicht da bin. Und ich dachte mir irgendwie so, okay, vielleicht sagen die das so, damit ich irgendwie was besser mache oder so, war keine Ahnung. Oder reden extra von mir, damit ich das mitbekomme und die mir nicht direkt sagen müssen, was ich alles falsch gemacht habe, was weiß ich. Und dann habe ich einfach einmal so gesagt, so, ja, okay, dann mache ich das nicht mehr. So ganz normal. Und dann wurde ich dafür angeschrien, warum ich denn so frech bin, wo ich mir halt auch dachte, so, Alter. Aber das sind halt auch so Unternehmen, eigentlich, da sollte man auch nicht bleiben, da wird man unglücklich, wenn man da so Ja, aber da behandelt wird halt wird, dann der ne? Nächste Genau, durchgedrängt, ne? die Das ist ja hatten immer das so Blöde. viele Leute, so Praktikanten und was weiß ich. Also irgendwie, ich war da mit 2 anderen Leuten gleichzeitig in dieser Position, wo ich mir auch irgendwie am Ende dachte, und die eine wollten die behalten, aber die ist dann freiwillig gegangen, weil wir anderen beiden so scheiße behandelt wurden. Dann ist sie auch einfach gegangen und hat gesagt, nee, möchte ich nicht, Ja, tschüss. aber ich glaube, das wird dann nicht lange dauern, bis dann die nächsten Leute da reinkommen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, es macht keiner mehr und dann hört es auf, sondern die Leute stolpern von einer so einer Firma in die nächste. Und wenn du da raus bist, dann bewirbt sich da jemand anders, dann wird er da verheizt und dann, wenn er draußen ist, dann wird der nächste verheizt. Ja, so viel Ich zu finde halt auch, dass Arbeitskräftemangel. man Also. sollte das öffentlich so eine Website machen oder gibt es sowas schon, wo man halt schreibt, wie man in dieser Firma behandelt wird. Und, ne? Also ich finde, Naja, das gut, sollte aber gemacht was hast werden. du für Alternativen, wenn du dann gar nichts arbeitest, weil du sagst, alle diese Firmen gefallen mir nicht, dann bist du halt Ja, dann ist wieder das beim so. Dann Thema ist das das Problem Obdachlosigkeit. vom Staat oder vielleicht auch von den Firmen, die keine Mitarbeiter mehr haben. Dann müssen die mal überlegen, was sie vielleicht ändern können. Ne? Dass sie nicht so ein Haufen Müll sind. Ohne Es Witz. gab doch kürzlich von der AfD einen Antrag, ich weiß nicht, Agitator hat es vielleicht mitbekommen, die haben gefordert, dass ein Arbeitsloser den direkt das erste Angebot annehmen muss, was ihm angeboten wird vom Amt. Und wenn er das ablehnt, dann werden ihm direkt Leistungen gekürzt. Also da siehst du ja, dass das eigentlich gewollt ist, dass man so ein System hat, dass man sagt, wir haben hier diese Arbeiter, die nichts haben, also Arbeitslose, ne, potenzielle Arbeiter.
Und man nimmt die einfach und sagt, du gehst jetzt in diese Firma, egal was du da machst, egal wie du da behandelt wirst, wenn der Chef dich anschreit und du da Klos putzen musst, egal, geh da hin. Und wenn du dann sagst, nee, ist irgendwie, weiß ich nicht, ist, finde ich, entwürdigend oder ich kann das eigentlich gar nicht oder so, dann nimmt man dir direkt was weg, ne? Das geht dann halt nicht. Ja. So viel zu Arbeitskräftemangel übrigens. Also das widerspricht ja völlig diesem Narrativ. Wenn die Firmen wirklich Mangel hätten, wenn die Firmen wirklich sich um Arbeitskräfte reißen würden, dann würden sie die nicht so schlecht behandeln. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, und es ist ja auch dieses, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so, so ein Blödsinn. Bloß weil du gerade etwas neu lernst, bedeutet das doch nicht, dass du richtig mies behandelt werden musst und den größten Blödsinn machst. Ich meine, als ich angefangen habe in der Kopiothek, es war okay, ich musste dann die ganze Zeit den Müll wegbringen. Das wollte halt keiner machen. Und da musste ich halt übel weit für laufen und dann halt mit so einem, also immer den Pappmüll und dann halt mit so einem Bollerwagen musste ich dann halt eine halbe Stunde lang zum Müll laufen. Das war extrem scheiße, aber ich habe das halt gemacht, ne? Weil die anderen wollten das auch nicht machen. Okay, sehe ich ein, aber wenn du da wirklich durchgehend einfach nur blöd behandelt wirst, das muss nicht sein. Ja, und wenn du in der Hierarchie unten stehst, dann musst du halt immer den Scheiß machen, auf den die anderen keine Lust haben. Das ja, aber was ist, ich meine, aber es ist ja die Art und Weise, wenn man einfach sagt so, yo, kannst du das bitte machen, wir können hier gerade nicht, wir sind hier, was weiß ich, wir machen gerade das und das. Warum? Kein Problem. So, ja, aber wenn man einfach sagt so, ja, du wirst jetzt hier die ganze Zeit den Müll rausbringen, weil du bist eh nicht für was Besseres benutzbar und du bist hier, weiß ich nicht, gerade neu, also machst hier den ganzen Scheiß, also bitte. Und ich finde, der Agitator hat genau recht. Wenn die Firmen sagen, sie hätten so Mangel, warum behandeln die Leute dann so? Und also, ob du jetzt irgendwo sauber machst oder ob du neu anfängst oder ob du eine höhere Position hast, du bist dadurch nicht besser oder schlechter. Das bedeutet, du musst nicht besser oder schlechter behandelt werden. Ich muss niesen. Gesundheit. Ja, danke. Am Ende des Tages, es gibt halt ein paar Sachen, die Ansätze, die man haben kann, um das irgendwie besser zu machen. Das Problem ist aber, ich glaube, keiner von uns ist in der Partei. Keiner von uns hat irgendwie wirklich die Möglichkeit, da groß was zu ändern und man kann nur hoffen, dass es irgendwie... Agitator versucht, sobald es geht, ja? Oder? Hast du den Mitgliedsantrag schon gestellt? Ja, aber beim BSW, die werden ja erst im Verlauf der nächsten Jahre abgearbeitet, habe ich das Gefühl. Abgearbeitet? BSW, das ist eine neue Partei und die nehmen nicht jeden sofort auf, weil sie halt nicht von irgendeiner Gruppe unterwandert werden wollen. Also ja, die du wollen solltest in deiner Bewerbung nicht schreiben, dass du gerne Dieter Dehm guckst. Nee, da gibt es ja Unterstützertreffen, da muss ich mal zu einem hingehen, wenn mal eins in meiner Region wäre. Die sind ja alle immer so weit weg. Ja, aber vielleicht bin ich bald in der Partei, ja. Ja gut, erzähl also, ruhig weiter. Du kannst ja Wirtschaftsminister werden oder sowas. Ich will kein Minister werden. Wenn wäre ich hier zu meiner, also zu der lokalen Gruppe, die es dann hier gäbe, gegangen. Aber ich glaube, die sind in meinem Bundesland noch gar nicht mal. Ich weiß gar nicht mal, ob sie da einen Landesverband schon gegründet haben. Also das dauert hier, glaube ich, ein bisschen länger als beispielsweise im Osten, wobei Landtagswahlen sind, wo sie sich ein bisschen mal beeilen müssen. Na, wenn nicht, dann kannst du den ja gründen. Dafür müsste ich erstmal aufgenommen werden. Ja, wirst du erst aufgenommen und dann gründest du, dann kannst du auch direkt Vorsitzender werden und dann geht's ab. Ich will kein Vorsitzender werden, also. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei denen ist, aber von Leuten, die ich kenne, die in Parteien gewesen sind, habe ich auch immer mitbekommen, dass es da, wie nannte man das nochmal? Es gab irgendwie so einen Begriff dafür sogar, dass man erst ganz unten anfängt und dann muss man überall Klinken putzen und sich beliebt machen. Dann kannst du erst in deinem Stadtteil vielleicht der Vorsitzende werden, dann vielleicht von der Stadt, dann vom Bundesland und dann kannst du irgendwie in Bundestag oder Europa, bla. Aber du musst halt immer, jede Stufe immer ein Stück höher und du musst dich eigentlich die ganze Zeit einschleimen und dadurch kommt es wahrscheinlich auch zustande, dass du halt in jeder Partei ganz oben diese Leute hast, die sich mit allen irgendwie arrangieren können und die sich bei allen irgendwie beliebt machen können. Im Grunde sind das aber ja dann nicht Leute, die besonders kompetent sind, sondern das sind halt Leute, die den anderen Parteimitgliedern gut verklickern können, dass sie ja der beste Typ für den Posten sind. Und da gibt es garantiert so Küngeleien, dass du dann den anderen hier und da mal wieder was ausgibst oder sowas und dann sagst, dann bald ist übrigens Abstimmung, ne? Du weißt ja, für wen du stimmen kannst. Das ist ja auch sowas hasse ich. Bei ja, Helmut Kohl ist das wohl so gewesen. Politik ist halt nicht nur ein Laberberuf, sondern auch ein Sympathieberuf. Und je mehr du davon hast, desto höher kommst du. Und wenn eins von beiden halt nicht so gut ist, ja, dann kannst du es eigentlich gleich. Oder du machst halt deine eigene Partei und dann findest du Sympathisanten. Aber ja, in so einem
vorgefertigten Partei. Ich glaube, da würde ich das niemals schaffen. Also ich würde Leute die ganze Zeit vor den Kopf stoßen. Da wäre ich direkt wieder draußen. Aber ich kenne auch jemanden, der... Frag dich mal, warum da so viele Anwälte drin sitzen. Also wie gesagt, weil Imp da gerade so angefangen hat, ich will BSW nicht beitreten, weil ich Politiker oder so ein Unsinn werden will. Ich will einfach beitreten, um die Partei zu unterstützen, da die noch neu ist. Und ich bin auch schon Förderer. Also ich überweise den quasi schon Mitgliedsbeiträge, ohne da Mitglied zu sein. Also ich will, dass das politisch erfolgreich wird. Ich will da jetzt nicht irgendwie in die Politik gehen oder so ein Quatsch. Also, was versprichst du dir davon? Also was erhoffst du dir? Von BSW? Ja. Dass endlich eine andere Wirtschaftspolitik in Deutschland gemacht wird. Also beispielsweise sozialer Wohnungsbau. Da muss der Staat ordentlich Geld in die Hand nehmen und jedes Jahr Hunderttausende neue Sozialwohnungen bauen. Also da hatten wir ja gerade das Thema, dass wir zumindest wieder auf dem Stand sind, den wir in den 80ern schon mal erreicht hatten. Das Gesetz über Wohnungsgemeinnützigkeit muss wieder eingeführt werden. Dann Sozialsystem muss reformiert werden. Es muss endlich Vollbeschäftigung hergestellt werden. Also das Thema hatten wir ja gerade mit dem nicht existenten Fachkräftemangel. Also es muss wirklich eine wirtschaftliche Situation hergestellt werden, in der die Unternehmen wirklich um Arbeitskräfte konkurrieren müssen. Dann verbessern sich auch automatisch die Arbeitsbedingungen. Also in den 70er, 80er Jahren, da gab es in Deutschland wesentlich bessere Arbeitsbedingungen als heute, eben weil die Firmen da um Arbeitskräfte konkurrieren mussten, weil Arbeitskräfte da knapp waren und weil man da nicht so mit denen umgehen konnte, wie man es heute kann. Die Firmen sind da quasi verwöhnt von jetzt ein paar Jahrzehnten viel zu hoher Arbeitslosigkeit. Ich muss auch noch was sagen, was mir einfällt zum neue Wohnungen und so. Hier ist es zum Beispiel so, wo ich wohne, gegenüber wird jetzt ein riesiges Gebäude saniert und so. Und das wird leer stehen, weil die ganzen Wohnungen da drin viel zu teuer sind. Das kann keiner bezahlen. Und das gibt, da wo ich wohne, gibt es das extrem oft, dass einfach Gebäude saniert werden und irgendjemand hat die und macht die Mieten so hoch, dass es die ganze Zeit leer steht. Ja, und Spekulanten, ne? Dann bedeutet das halt, du hast genug freistehende Wohnungen und die nimmt dann halt aber keiner. So. Ja, es gibt Leute, die liegen obdachlos im Hauseingang von einer leeren Wohnung. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass es das gibt. Aber dann steht da halt nicht mehr, dass es irgendwie Wohnungsmangel ist, sondern du hast halt genügend Wohnungen, aber da zieht halt keiner ein. Ja, da gibt es natürlich Tricks, wie man das machen kann. Ja. Miese Zeiten. Boah, als ich bei meiner alten Wohnung ausgezogen bin, by the way, ne, das war ja alles so 60er-Jahres-Stil da drin. Sie haben vorher nichts neu gemacht, aber als ich ausgezogen bin, wollten die sofort alles neu machen. Ich hatte dann, der Vermieter hatte dann irgendwelche Leute zur Besichtigung, dass sie sich das angucken. Und die hätten einfach alles in der Wohnung neu gemacht, weil das alles überfällig war. Aber solange ich dann da drin gewohnt habe, hatte das irgendwie keine Relevanz. Da sind teilweise Kacheln im Badezimmer einfach abgefallen. So, da, keine Ahnung, das war halt so lose, die sind halt abgefallen. Ich habe einen Fliesenkleber versucht, das festzumachen. Das sah scheiße aus. Aber, keine Ahnung, das hat die nicht mal interessiert. Dann der Siphon war völlig zerfressen von Rost. Ich wollte das mal abdrehen und ich habe das dann so angefasst, es ist sofort zerbrochen oder ich habe zu doll gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich das... Hast ja auch gewaltige Muskeln. Nee, aber das ist sofort zu Staub zerfallen gefühlt. Das habe ich dann selber einfach ausgetauscht, weil ich nicht darauf gehofft habe, dass da schnell Hilfe kommt. Und wenn das Waschbecken tropft, was soll ich machen? Also es gibt ja keinen Abfluss dann. Dann irgendwie, der Kühlschrank war die ganze Zeit schief und ist ausgelaufen. Der Ofen, da war irgendwas Komisches drin. Und oben bei der Decke, da war so Holzdielen, das war alles undicht. Und die haben das nicht gemacht, solange ich da war. Die Fenster ließen die sich nicht gleich öffnen oder schließen. Einmal wurde die Balkontür gemacht, aber das war's dann. Und sobald ich weg war, wollten die dann alles schön sanieren für die nächste Person. Und da dachte ich auch so, ja, die Kosten wurden die ganze Zeit gespart, solange ich drin war. Und als ich dann raus bin, da konnte man das dann schön machen. So, da war ich ja weg. Da war dann egal. Ja. Ich habe aus Versehen eine Miete zu viel, by the way, überwiesen. Und die überweisen mir das nicht zurück. Ich rufe die ganze Zeit an, aber die geben mir das nicht. Das ist richtig scheiße. Vielleicht musst du einen Molotow bauen. Ja, nee. Ich versuch, du hast bei einer Firma gemietet? Bei einer großen? Nee, das waren kleine Vermieter. Die haben ein paar Häuser gehabt in Dortmund und Sperte und ja, das war's halt.
Ich hatte bei einer Firma gemietet, die versuchen einen auch, wo es geht, abzuziehen. Also das Ja, ist. es gibt verschiedene, also es gibt sowohl als auch gibt es da solche Leute und das ist manchmal dann auch unterschiedlich, wie die agieren. Wenn du eine große Firma hast, ist das Problem, du erreichst sie eigentlich gar nicht. Und dann gibt es immer nur irgendwelche Leute, die für die dann kommen, ob es ein Hausmeister ist oder wer auch immer, aber du triffst sie nie persönlich. Bei kleineren Leuten gibt es das halt auch, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht aus dem Umfeld, dass bei so großen Firmen es absolute Katastrophe ist, da irgendwie was zu machen. Und die versuchen dir, wie du es auch gesagt hast, da irgendwie auch die ganze Zeit dich ein bisschen zu veräppeln und so. Und dir das irgendwie wegzunehmen, finde ich nicht geil. Das muss auch nicht sein. Ja. Mir fällt noch ein, es gab noch so einen Typen, ich glaube in Bayern, dem hatten auch einige Wohnungen gehört und der wollte die Mieten nicht erhöhen. Und da wurde irgendwie der Gemeinde dazu gezwungen, die Mieten zu erhöhen, aber er wollte das nicht machen. Gab irgendwie so eine Doku darüber, falls ihr das gesehen habt. War auch sehr interessant. Der wurde dann interviewt und hat halt gesagt, er möchte das nicht machen, weil, also, ne, als Vermieter brauchst du natürlich die Miete, aber er wollte es nicht machen, weil er halt den Leuten auch nicht das Geld wegnehmen wollte. Vor allem, wenn du halt nicht viel hast. Und er wurde halt die ganze Zeit so dazu gezwungen, irgendwie das zu erhöhen, aber er wollte das nicht machen. Vielleicht finde ich das, wenn das interessant ist. Moment.